Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute DSA 5 und Klingende Nacht. Und ja, heute mit dabei, hoffentlich auch stabil und mit gesundem Computer, mit allen Updates und nie wieder herausfliegend. Der Pölle als Goswin, unser Lohwangener Magier, halb elf. Ein herzhaftes Wurstbrot an euch. Ja, aber nur ein schön geschmiertes Wurstbrot von Pölles Frau. Ja. Genau, und wir haben heute außerdem dabei die Feder als Ikayu, eine Streunerin nivesischer Art. Hallo! Und den Rerion als Lotier, ein Ifirn-Geweihter. Brotchips for the win. Ja, aventurische Brotchips war dann. Ja, bitte, ja. Und last but not least, wahrscheinlich eine zentrale Figur heute in diesem Stream, Leopardin 202 als Ilva, die Fjaniger Stammeskriegerin. Guten Abend. So, Pölle klingt so weit weg. Ja, der ist auch weit weg von seinem Rechner, glaube ich. Du klingst weit weg, das bringt es nichts, wenn du deinen Bart in die Kamera hältst. Ja. Vor allen Dingen nicht, wenn du gemutet bist. Pölle ist etwas leiser als sonst. Ich mache ihn mal ein bisschen lauter für euch, aber eigentlich nicht. So, sag nochmal was, Pölle. Wurstbrot. Besser? Lieber Chat? Wir wollen ja nicht, dass das hier irgendwie untergeht. Nie wahr? Oder ich bin einfach sonst so unglaublich laut. Ja, das kann natürlich auch sein. Penetrant laut. Ja, wir spielen, wie gesagt, das Abenteuer Klingende Nacht. Jetzt inzwischen schon im 24. Teil. Wir befinden uns im Hügelgebiet zwischen dem Kaiser Gerbald Fort und Frigorn. Ich muss mal gerade gucken, ob ich euch auch wieder die Karte einblenden kann, falls sich jemand hierhin verirrt, der noch vorher noch gar nie nicht diesen Stream gesehen hat. So, da ist die Karte. Ihr seht den blauen See und Kela in der Mitte und ganz viel Gebirge dazwischen. Und irgendwo in diesem Gebirge befindet sich das Winterlager von dem Fjaniger Stamm von Ilva. Und ja, unsere vier Helden suchen gerade nach Himmelslichtern, um eine Allianz zu bilden gegen in den Norden einfallende Dunkelelfen und haben versucht, den Fjaniger Stamm von Ilva, aus dem sie eigentlich geflohen war, weil ihr die Umstände im Stamm nicht mehr gepasst haben, versuchen ihn nun als Verbündeten zu gewinnen und haben da einige Schwierigkeiten, denn einerseits möchte der Stamm anscheinend nicht, zumindest der Häuptling wollte nicht so ohne weiteres mit den Helden in den Kampf ziehen und zweitens merkwürdig war, dass kurz nachdem sie angekommen sind, der Stammeshäuptling verstorben ist und seine Frau die Führung des Stamms übernommen hat und Ilva beim letzten Mal auf eine Antwort gedrängt und die beiden konnten sich eh schon sehr, sehr gut leiden deswegen wurde beim letzten Mal am Ende eine Herausforderung ausgesprochen. Und Ranga hat irgendwie gesagt, wenn du den Stamm haben willst, dann musst du ihn dir schon mit Gewalt holen. Und Ilva hat diese Herausforderung
natürlich auf fjaningerische Art angenommen. Und so wird es wohl zu einem offiziellen Duell kommen um die Stammesführung. Und ja, wir spulen die Zeit mal ein kleines bisschen weiter von der letzten Szene im Häuptlingszelt. Und ich frage euch mal, wie ihr euch auf dieses Ereignis am nächsten Tag vorbereiten wollt. Also ich werde auf jeden Fall meine Axt schleifen, damit die richtig schön scharf ist. Mhm. Und mach so ein paar leichte Übungen, einfach um gut warm zu sein, um die Muskulatur zu stärken, die jetzt schon irgendwie 2-3 Tage ja nicht mehr so richtig gebraucht worden ist, um einfach irgendwie gut warm zu sein und gut durchgedehnt zu sein, ohne mich jetzt sowas von zu verausgaben, dass ich irgendwie morgen, wenn der Kampf wirklich losgeht, irgendwie müde und kaputt bin oder so. Aber einfach, um mich so ein bisschen ja, irgendwie in Fahrt zu bringen. Und vielleicht auch ein bisschen Eindruck zu schinden, wenn ich da auf dem Übungsplatz irgendwie ganz abgefahrene Manöverübungen hinzaubere. Ja, weil die kann ich, Freunde, die kann ich. Wirkt Ilva denn zuversichtlich, nachdenklich, angespannt? Welche Stimmung überträgt sich denn auf die Gruppe jetzt in den paar Stunden, die ihr vor dem Duell noch habt? Also ihr habt einen Abend und Nacht und ja, am nächsten Morgen ist das Duell. Im Grunde stoisch wie immer, nur alleine daran, dass ich gerade für meine Verhältnisse in relativ viel Aktionismus verfalle und so. Und wer nachts wach bleibt, wird sehen, dass ich kaum schlafe. Aber so richtig anmerken was davon, wie mir der Arsch auf Grundeis geht, lasse ich mir nicht. Weil das kann ich mir nicht leisten, dass ich hier Schwäche zeige. Läuft nicht. Ja. Aber also, ihr merkt, Ilva, da ihr mich ja nun schon ein bisschen besser kennt, werdet ihr merken, okay, dafür, dass Ilva jetzt hier so oft rumrennt und irgendwie dies noch macht und da noch mal rumkramt oder sowas, so ruhig wie sonst ist sie nicht. Ja, ja, Ilva ist sehr umtriebig im Rest des Tages. Am Vorabend des Duells sitzt ihr wahrscheinlich in eurem zugewiesenen Zelt noch zusammen zum Essen oder zu einem abendlichen Tee oder Wein an einem Feuerchen am Kamin des Zelts. Also nicht einen Kamin gibt es da natürlich nicht, ist ein Zelt, aber so ein kleines Feuerchen, was oben entweichen kann. So eine Kochstelle mehr oder weniger. Gibt es in diesem Großraumzelt schon. Und ja, Ikayo, Goswin, Lothir, Ilva, Ilvas Vater und Eisblüte sitzen mehr oder weniger gesprächig um das Feuer herum, essen etwas von dem Fleisch am Feuer oder löffeln etwas aus einer Suppenschale. Und ja, wie ist die Stimmung sonst so? Ilva ist irgendwie wie immer nicht gesprächig, aber zuppelt halt immer an ihrer Axt rum. Da muss man noch irgendwie noch mal mit dem Schleifstein drüber. Hat sie aber vor 10 Minuten schon mal gemacht. Ja, und da muss auch noch mal ein bisschen mit dem Waffenöl und so. Und außerdem hat die auch schon jetzt 28 Mal die Suppe umgerührt, aber vielleicht nur so einen halben Löffel davon tatsächlich gegessen. Ihr merkt, dass sie zwischendurch in so ein bisschen dumpfes Brüten verfällt, also noch schlimmer als sonst, weil ich nämlich versuche, mich daran zu erinnern, was nochmal Rangras Schwächen beim Kampf waren, weil wir haben diesen großen Übungsplatz, da haben wir alle geübt, viele Jahre lang. Ich habe sie oft beobachtet. Ich überlege gerade, was ich noch davon zusammenkriege, was mir morgen zugutekommen kann, was so ihre, ich sag mal, Leib- und Magen-Taktiken und Manöver waren und wie ich da am besten gegen vorgehen kann. Mhm. Ja, was machen die anderen so an diesem Abend, wenn sie da so sitzen? Also, wenn Ilva jetzt schon
nervös ist, ja, dann der neurotische Goswin doppelt. Und drunter leiden darf Ikayu. Das sieht wie aus. Boah, ich nerv dich einfach den ganzen Tag mit irgendeinem Nonsens. Mir fällt jede Menge Mist auf, den wir noch beachten müssen. Oh, hier, boah, hat Ilva eigentlich genug Kleidung an? Und oh, vielleicht, boah, kann ich da eigentlich zaubern? Und oh, verdammt, ey, vielleicht sollten wir... Ich durchwühle meine Sachen, Kräuter und so weiter. Und oh, sag mal, Ikayu, meinst du, wenn ich hier noch den und den Tee mache, dann ist das voll sinnvoll und tüdelü und ah. Ja, mach das. Ja. Und zwar in der und der der Reihenfolge. Ja. Sicher? Schaden kann's nicht. Ikayu ist das komplette Gegenteil. Der geht's nämlich gar nicht gut. Aber dafür ist sie nicht hyperaktiv. Sondern sehr, sehr still. Sehr, sehr in sich gekehrt. Also auch ihr komplettes Gegenteil. Sie lässt das über sich ergehen von Goswin. Sie lässt ihn plappern und die Stille füllen, das ist vollkommen okay. Und sie sorgt doch dafür, dass er irgendwie beschäftigt wird, gibt ihm keine Ahnung, sowas. So ein bisschen wie so apportier mal das hier oder mach mal das. Guck mal, wir haben hier noch ein Loch im Zelt, das können wir zusammen flicken, ich zeig dir, wie das geht. Irgendwie Hauptsache, dass er was zu tun hat oder ähnliches. Ansonsten behält sie aber ihre Gedanken und Gefühle für sich. Auch den Ruß vom Feuer, von der Zeltplane schrubben. Ja, und dann seine Reisekleidung müsste bestimmt auch mal ausgebessert werden. Wir haben ja jetzt schon einiges hinter uns und ähnliches. Also das, was ich Goswin wahrscheinlich beibringe, sind einfach Basic Survival Skills tatsächlich. Also die er jetzt nochmal vertieft halt. Sehr, sehr ruhig, sehr, sehr wortkarg und halt mehr durch Zeigen. Ja, sie kriegt keinen Bissen runter. Mhm. Die schottet sich gerade so ein bisschen ab, so. Ist okay, ich kann das, ich kann hier arbeiten, aber ich darf nicht drüber nachdenken, was morgen passiert, weil sonst gehe ich kaputt. Das kriegt sie absolut nicht auf die Kette. Aber sie nimmt Goswin unter ihre Fittiche und bringt ihm ausnahmsweise mal was bei. Du lernst jetzt nähen. Was macht Lothier? Ja, der hat sich jetzt den halben Tag auf jeden Fall seine Kameraden die ganze Zeit mal angeguckt. Wie jeder so mit der seine eigene Form von Stressbewältigung hat. Er wird da auch tatsächlich nicht wirklich was zu gesagt haben, auch nicht eingeschritten haben oder so. Er wird nur darauf geachtet haben, dass Ikayu sich nicht völlig verkrümelt. Also nicht völlig. Deswegen ist die Ablenkung durch Goswin hervorragend gewesen. Ja. Aber tatsächlich, Lothier ist die Ruhe selbst. Mhm. Also er, was er gemacht hat, wird vor allen Dingen gewesen sein, sein gesamtes Hab und Gut mal sortiert haben, in aller Seelenruhe. Also er wird versuchen, bei dieser ganzen Hektik drumherum die absolute den Fels darzustellen, quasi. So, also Ruhe auszustrahlen. Einfach nur tiefe Ruhe und absolute Zuversicht, weil er glaubt da wirklich fest daran, dass Ilva das schon richtet. Da ist er absolut von überzeugt. Denn die Zwölfe sind ja auf unserer Seite, also kann sie ja gar nicht verlieren. Dann wird sich Liska wahrscheinlich die meiste Zeit bei dir aufhalten. Weil der Hund mag keine hektische Betriebsamkeit, da kriegt er irgendwann Herzkasper, wenn er sich davon anstecken lässt. Der merkt aber auch, dass mit seinem Frauchen gerade irgendwas gar nicht gut läuft.
also wird er sich wahrscheinlich meistens irgendwo um dich herumdrücken, um deine Beine und dich aus großen Augen angucken, so nach dem Motto, was passiert hier eigentlich? Aber und im nächsten Moment hast du was zu essen. Mehr hast du was zu essen, als was passiert hier eigentlich, aber ja. Ja, Ilvas Vater sitzt fast genauso stoisch wie Ilva neben ihr. Rührt auch mehr, als dass er isst, in seinem Eintopf in der Schale herum mit dem Holzlöffel. Blickt irgendwie immer ein bisschen nichtssagend ins Feuer, schaut dann wieder zu Ilva rüber. Schaut auf die Arbeiten, die sie noch irgendwie macht, irgendwie sich die Lederbänder um die Axt nochmal irgendwie begutachtet, das Waffenöl aufträgt auf die Schneide. Den Schleifstein nochmal verwendet. Aber ist auch erstaunlich ruhig. Sagt nix. Setzt seine Tochter auch nicht unter Druck. Merkt ihm irgendwie an, dass er irgendwie so immer den Ansatz macht, irgendwas zu sagen, aber dann macht Goswin wieder irgendwie was und klappert vor sich hin und dann guckt er einfach nur wieder auf den Boden. Und lässt ihn reden. Ja. Und ja, Goswin ist ja der Einzige, der immer so von A nach B läuft und irgendwie hier was macht und hier was holt und da noch irgendwie was tut. Alle anderen sitzen ja mehr oder weniger ruhig am Feuer. Ja, und Eisblüte läuft tatsächlich auch immer ein bisschen auf und ab im Raum. Setzt sich mal hin, läuft dann irgendwie nach. Auch läuft dann teilweise Goswin hinterher, wenn er dann irgendwie rausgeht, irgendwas holen oder ja. Kommt wieder zurück, betrachtet Ilva, wie sie irgendwie das, ja, diese Bernstein-Axt schärft. Ja. Und, ja, ist dann die auch so die erste, irgendwie, Goswin gerade irgendwie von Ikayo weggeschickt wird, um was zu holen gerade? Was ist noch wichtig? Was ist dir gerade noch eingefallen? Schnee? Weil wir brauchen neues Trinkwasser. Und vor allem auch morgen wahrscheinlich ein bisschen Wasser für vor / nach dem Kampf. Ja. Ist sie dann die Erste, die so ein bisschen die Ruhe wieder unterbricht und sagt irgendwie, ist das die übliche Art, Ilva? Die übliche Art für was? Einen neuen Anführer zu wählen? Meistens, ja. Immer wenn jemand stark ist, dann fordert er heraus? Nicht zwingend, wenn man genug Leute hinter sich hat und die Versammlung des Stammes bestimmt, dass man der neue Anführer ist, kann es auch anders gehen. Warum verhindert der alte Anführer denn nicht, dass man Leute um sich schart? Kann er nicht immer? Dann ist er ein schlechter Anführer. Richtig, deswegen wird er ja abgesetzt. Das passiert den guten Anführern nicht, dass Leute sich gegen sie verschwören und Männer um sich scharren. Interessant. Und Lothir, du hast eben dieses Gebet gesprochen zum Essen. Ist das eins deiner 12 Göttergebete? Ein Dankessegen für die Speisen. Aber die Speisen sind doch immer da. Ja, aber sie sind im Norden für die Menschen nicht selbstverständlich. Viele hungern oder sterben vor Kälte. Man ist dankbar für jedes bisschen Nahrung, das man findet. Und für jedes Kind, das geboren wird und das erste Jahr überlebt. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Stamm hier davon ausgeht, dass jemand, der verhungert und der zu schwach wird, um sich Essen zu besorgen, es nicht wert ist, im Stamm zu bleiben. Wirf mal so einen Seitenblick zu Ilva. Ja, alle Völker des Nordens gehen anders mit dem Leben um.
Die einen versuchen immer härter zu werden. Andere versuchen sich von allem abzuschirmen und wieder andere versuchen möglichst eng zusammenzurücken. Alle Arten sind für sich genommen richtig. Man muss nur die richtige für sich selber finden. Diese Vielfalt ist faszinierend. Bis jetzt habe ich die Vielfalt der anderen Lebewesen immer anhand der Sklaven beobachten können. Da fand ich es auch schon interessant, aber in freier Wildbahn euch zu beobachten, ist etwas anderes. Nimm mal so eine Braue. Ja, von deiner Warte aus ist das bestimmt etwas seltsam. Seltsam ist vielleicht das falsche Wort. Faszinierend. Ja, oder so. Anregend. Andere Kulturen sind immer interessant, wenn man ihnen unvoreingenommen begegnen kann. Auf diese Idee wären wir gar nicht gekommen. Ja, soweit ich weiß, habt ihr das mit den Elfen gemein. Sie tun es auch nicht. Sie bleiben akzeptieren unter sich. Die anderen nicht? Sie bleiben unter sich. Zumindest die Elfen des Norden. Mein Volk bleibt nicht wirklich unter sich, also. Ja, wir dürften nicht an die Oberfläche, das hatte aber schon seinen Sinn. Naja, ich denke, die meisten Menschen hätten euch mit normalen Elfen verwechselt. Vermutlich. Dann waren sie auch nicht voreingenommen, oder? Wenn es immer so einfach wäre, das auf den Punkt zu entscheiden. Diese anderen Elfen, die du erwähnst, sind das die, die die Götter anbeten, die ich suche? Goswins Vorfahren? Ich glaube nicht, dass Goswin von Firnelfen abstammt. Aber er ist doch ein Anhänger von deinen Göttern, oder nicht? Warum habt ihr die von seinen Vorfahren nicht übernommen? Soweit ich weiß, glauben die Elfen heutzutage nicht mehr an irgendwelche Götter. Ah, das hattet ihr schon mal erwähnt. Alle meine Schriften, die ich gefunden habe, weisen auf anderes hin. Sie hatten gütige und ausgeglichen starke Götter. Nun, sie waren das, die mich überzeugten, diese Schriften mich von Pardona loszusagen. Erst im Geheimen und dann dazu geführt haben, dass ich nach draußen ging. Nun, sonst vielleicht gibt es ja noch vereinzelte, entfernte Elfensippen, die an diese Götter glauben. Keine Ahnung, es weiß ja auch niemand, wie viele Elfen es überhaupt gibt. Warum nicht? Nun, die Firnelfen sind halt in den entlegensten Landstrichen des Nordens und halten sich von allem, was nicht elfisch ist, fast immer fern. Sie brauchen nichts. Wenn sie zum Handeln kommen, dann weil ihnen wirklich dringend etwas fehlt. Das ist weise. Ja, aber darum weiß man so gut wie nichts über sie. Mein Volk hätte wahrscheinlich einfach die Dinge genommen, die es braucht. Nun, teilweise passiert das natürlich auch, wobei es tatsächlich eher die Menschen sind, die das tun. Elfen nie. Ilva, nimmt dein Stamm, was er braucht, oder handelt er? Das
Kommt drauf an. Wir finden ja gar nicht so häufig Leute, mit denen wir handeln könnten. Das meiste beschaffen wir uns in der Wildnis so gut es geht selber. Und wenn du jetzt Anführer wirst? Wie wenn ich Anführer werde? Änderst du dann was an deiner Lebensweise? Ich weiß nicht. Ich habe gelernt von euch, dass es nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche ist, jemandem zu helfen, der was alleine nicht schafft, sondern mehr füreinander einzustehen. Jeder muss sich hier auf seine eigenen Stärken verlassen und ist nur so lange ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, wie er was leisten kann. Das heißt nicht, dass Leute aussortiert werden, wenn sie verletzt sind, aber sie brauchen einen Wert, den sie sich erarbeitet haben. Vielleicht muss das nicht so sein. Stimmt. Die Vorarbeiter, die die Säulenpaläste gebaut haben, die Vorarbeitersklaven, wenn sie verletzt waren, haben wir sie geheilt. Andere sofort umgebracht. Ja, es ist wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip. Und doch glaube ich, dass das nicht so sein muss. Dass Leute auch von sich aus einen Wert haben. Auch wenn wir ihre Fähigkeiten noch nicht erkannt haben. Du meinst, einen Wert außerhalb von dem, was wir brauchen. Wir wissen ja noch gar nicht, was wir alles brauchen. Wir haben immer drauf geguckt, ob jemand jagen kann, ob jemand gut kämpfen kann, ob jemand dafür geeignet ist, das Überleben des Volkes zu unterstützen. Was ist, wenn jemand voll gut handeln kann und der ist nie so weit gekommen, weil wir kaum handeln. Wenn sich aber alles ändert, brauchen wir solche Leute. Was ist, wenn wir Menschen für oder Stammesmitglieder für Situationen brauchen, die wir nicht vorhersehen können? Und auf einmal kommt jemand, der nicht kämpfen kann und der nicht jagen kann und kann aber das. Und wir haben ihn rausgekegelt. Das ist doch Mist. Das geht so nicht. Ich sehe, dein Stamm wird wohl einen guten Anführer bekommen, wenn man so weise Worte aus deinem Mund hören kann. Andere würden vielleicht denken, solche Zeiten kommen nie, solange der starke Anführer von alleine entscheiden kann, was passiert. Ich bin noch nicht sehr alt, aber ich habe einiges gesehen, wovon ich nie erwartet hätte, dass das passiert. Mein Vater sagte immer, wir sind unseres eigenen Glückes Schmied oder so ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten einiges erlebt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe da nicht viel dazu beizutragen gehabt, in dem Sinne, dass mich keiner gefragt hat, dass das hier so läuft. Und trotzdem muss man sich anpassen und muss man lernen, mit den Situationen, so wie sie sind, umzugehen. Wir haben uns als neue Gruppe gefunden. Wir haben eine Aufgabe, von der ich nie gedacht hätte, dass sie eine Stammeskriegerin bekommen würde, jetzt irgendwie zu unserer eigenen Aufgabe gemacht. Und wir werden das annehmen und wir werden das durchziehen und wir werden dafür kämpfen, dass wir das schaffen. Weil wir was gefunden haben, was uns am Herzen liegt, was uns stärker gemacht hat zusammen. Dennoch seid ihr eine Versammlung von Völkern, die mit vielen Talenten um sich herum sich umgeben. Und ihr seid gegen einen Feind gezogen nun, die sich spezialisiert haben. Das musst du leider nochmal wiederholen. Ich hatte gerade hier ein Verbindungsproblem. Das hat robotert, wie blöd. Sorry. Ihr habt
so viele in euren Reihen, die im Kampf wertlose Fähigkeiten besitzen. Naja, das Leben besteht ja nicht nur aus Kampf. Wir leben nicht, um zu kämpfen, wir leben nicht, um zu sterben. Einige von uns leben vielleicht, um zu jagen. Ich lebe auch, um zu forschen. Aber das Leben macht so viel mehr aus. Und woher willst du wissen, dass die Fähigkeiten im Kampf nicht zu gebrauchen sind? Das wird sich zeigen. Vielleicht. Das wird sich zeigen. Und wenn es vielleicht nicht im Kampf direkt ist, dann ist es vielleicht drumherum. Jeder Krieger braucht eine gute Mahlzeit, die ihm den Bauch füllt und die ihm Kraft schenkt. Jeder braucht jemanden, der die Wunden versorgt. Es werden noch viel mehr Aufgaben gebraucht, als die reine Körperkraft. Die Fähigkeit, mit Waffen umzugehen. Was kann ich denn machen, um den Kampf zu unterstützen? Morgen? Den Kampf morgen? Ich glaube, da muss ich tatsächlich alleine durch. Aber das widerspricht allem, was du gesagt hast. Das widerspricht allem, was ich gesagt habe, weil ich an die Schlacht gedacht habe, als ich gesprochen habe, und nicht an den Kampf gegen Rangra. Der Kampf gegen Rangra ist ein Zweikampf. Ihr könnt mich anfeuern. Ihr könnt für mich beten. Und falls ich das überlebe, könnt ihr mir hinterher meine Wunden heilen. Und wenn nicht, dann macht ein würdiges Begräbnis für mich und macht die Aufgabe weiter. Wir müssen diese Gefahr stoppen. Und du bist wichtig für uns. Du kennst den Feind wie niemand sonst. Du kannst uns helfen, du kannst uns so viele Informationen geben. Und du hast Kräfte, die ich noch nicht ganz durchschaue. Wenn du verlierst, gehe ich nach vorn und töte Rangra? Wenn ich verliere? Nein. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ihr dann lebendig das Lager verlassen könnt. Dann habt ihr den ganzen Stamm gegen euch. Wenn ich sterbe, akzeptiert ihr das? Dann wird Rangra dem Stamm befehlen, dass sie mir nicht nachfolgen dürft. Der Stamm wird nicht auf unserer Seite kämpfen. Und dann müssen wir das akzeptieren und hoffen, dass die Verbündeten, die wir bis jetzt gesammelt haben, ausreichen. Wenn du stirbst, sterben wir alle. Einfach allein aus dem Grund, dass Rangra uns die Schuld an Pandors Tod gibt, weil wir den Dämon aus Lothair ausgetrieben haben. Wenn sie mit dir fertig ist, wird sich ihr Zorn gegen uns richten. Das heißt, ich sollte nicht verlieren, ja? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir alle helfen können. Zuversicht. Wie hilft Zuversicht? Ich glaube fest an Ilvas Sieg. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Du hast die Zukunft gesehen. Nein. Die Aufgabe, auf der wir wandeln, wurde uns von den Göttern geschickt. Die Götter sind auf unserer Seite. Also können wir gar nicht verlieren. Wenn die Sache gerecht ist, und das ist sie. Das, wo ich doch noch meine Götter suche und noch nicht mal gefunden habe, wie kann ich dann behaupten, dass die Götter auf unserer Seite sind? So lange werde ich wohl mein Leben in die eigene Hand nehmen müssen, oder?
Nur weil du nicht weißt, wo deine Götter sind, heißt es nicht, dass sie nicht schon auf dich aufpassen. Ilva ist keine Nivesin, aber sie ist von den Himmelswölfen gesegnet. Trafen, sagte Goswin mir, sie könne sich in einen Wolf verwandeln. Das ist jetzt, wie ich erfahren habe, nicht richtig. Die Stärke und die Wildheit eines Wolfes. In meinem Stamm gibt es Wolfskinder. Nivesen, die die Gestalt verwandeln können und sich in Wölfe verwandeln können. Das sind die Geschenke der Himmels. Ich habe mich auch schon mal ganz verwandelt, aber oft nur Teile. Wie gesagt, du bist von den Himmelswölfen gesegnet. Du hast das, was ich nicht habe. Ich habe nur die Augen. Sie sind mit dir und ich bin mir sicher, dass Gestaltwandeln sie auch ist doch mit dir sein werden. Keine große Kunst. Doch. Ich denke, Goswin kann gerne wieder dazukommen, wenn er will. Ich denke, wenn du deine Götter finden willst, Eisblüte, solltest du alles, was du glaubst, bisher zu wissen, vergessen. Na, vergessen ist schwierig. Ich bin ein Hüterin des Wissens, weißt du? Vergessen ist so ziemlich das, was ich am allerwenigsten möchte. Ich möchte mehr wissen. Mal einen Becher, nimm so ein bisschen Wasser, das wir geschmolzen haben aus dem Schnee, halt ihr den hin. Das ist so eine Wasserhaube über dem Becher. Das bist du. Du bist randvoll mit Wissen. Das ist schon fast überquillt. Jetzt kommst du in unsere Welt. Ich nehme einen anderen Becher, tunk nochmal Wasser ein und versuch das in den Becher zu füllen, sodass das Wasser an beiden Seiten runterläuft. Du bist schon völlig voll. Du kannst nichts von dem, was jetzt gerade in dich reinfließt, an Wissen, an Erkenntnis wirklich aufnehmen. Ich glaube, du gehst von einer falschen Voraussetzung aus. Der Becher, das sind Leute wie du. Menschen. Beschränkt, klein. Ich bin eher der Topf. Da passen viele Becher rein. Tja, ich kann auch den Topf füllen. Ja. Denn egal wie weit du reist, du wirst immer etwas finden, was du nicht kennst. Ich hoffe. Und wenn du es durch deine Augen siehst, durch die Augen deines Volkes, durch das Wissen deines Volkes gefiltert, dann wirst du nicht in der Lage sein, es zu verstehen. Wie kann ich es nicht durch das Wissen meines Volkes sehen? Bin ich alles das, was ich in Erfahrung gebracht habe? Ich werde es immer durch meine Augen blicken müssen, mit meinen Ohren hören müssen. Aber wenn du uns als Sklaven betrachtest... Nein, ihr seid keine Sklaven. ...dass du nichts von uns lernen kannst. Ihr seid keine Sklaven. Also was ich damit sagen will, ist, das, was dir leicht fällt, fällt anderen nicht so leicht. Dafür wird es Dinge geben, die uns sehr leicht fallen, dir dafür nicht. Ja, das Verstehen eurer Art zum Beispiel. Das fällt mir nicht so leicht, aber ich versuche es. Und irgendwann wird mein Volk das auch verstehen. Es ist dann Zeit, dass du die Anführerin deines Volkes wirst. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Naja, sag niemals nie. Dass ich heute hier sitzen würde, hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Ich hätte auch nicht erwartet, in den wenigen Tagen, Wochen, er zuckt ein bisschen die Schultern, wo wir uns alle getroffen haben, mehr zu lernen und zu erfahren, als in meinem gesamten bisherigen Leben zuvor. Manchmal tut Erkenntnisgewinn weh, Lothiel. Schmerzt. Aha. Und ich bin gerade dabei, meinem Volk eine ganz besondere Erkenntnis zuteilwerden zu lassen. Und das wird sie schmerzen, hoffe ich. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass es mir gelingen kann, den Schmerz zuzufügen. Aber ich denke, wenn wir das schaffen, haben wir gute Aussichten. Und dann wird mein Volk lernen, dass es hier im Norden Völker gibt, die, wie Ikayu schon sagte, keine Sklaven sind. Vielleicht sehen sie
durch ihre Begegnung mit euch das Potenzial. Die Andersartigkeit. Allein durch die Konfrontation haben wir schon den Kessel ein bisschen weiter gefüllt. Es ist nun an uns, den Kessel noch weiter zu füllen. Und sei es mit Blut. Hervorragender Eintopf übrigens, muss ich zugeben. Löffelt weiter. Ja, so vergeht der Abend mit mehr oder weniger philosophischen Gesprächen. Ilva hat ja schon gesagt, sie kann nicht gut schlafen. Erwacht wahrscheinlich viel zu früh oder noch vor dem Hahnenschrei. Ja. Ja. Wie sieht's denn aus? Aber geht nach draußen und guckt sich einen schönen Sonnenaufgang an. Mhm. Wie geht's den anderen? Das sieht nämlich echt hübsch aus. Luthi bietet zu Ifern. Oder in dem Falle Ifnir. weil er also steht ja auch für die Milde und damit auch das Weiterdenken und auch das Verlassen von bisherigen Faden. Also hofft er einfach da, dass Ifern Ilva genau über die Schulter guckt, was sie da macht. Hm. Weil sie denkt weiter, als er es bislang jemals bei einem Fjerndinge überhaupt erlebt hat. Was eine Hoffnung sein könnte für eine Veränderung im ganzen Bewusstsein. Und wenn der Norden wirklich geeint steht, und zwar jedes einzelne Volk, ist der Norden mächtig. Ja, die ersten Sonnenstrahlen erheben sich über die hügelige Landschaft. Ilva steht mit ihrer bernsteinernen Axt am Rande des Dorfes, in der Nähe des Duellplatzes, mit dem Blick auf die aufgehende Sonne. So langsam beginnt auch dann die Betriebsamkeit im Dorf. Leute sind auch alle aufgeregt. Man merkt das irgendwie. Hat man gestern auch schon gemerkt. Angespanntheit. Dein Vater hat dir noch erzählt, dass der Stamm an sich, als du gekommen bist, komplett gegen dich war. Aber die Krieger gestern dafür gesprochen haben, dass diese Herausforderung auch seine Berechtigung hat. Und der Stamm ist zweigespalten. Wartet genauso gespannt. Die eine Seite, wahrscheinlich sogar mehr auf der Seite von Ranga. Aber auch eine nicht zu verachtende Menge von Personen, die der eigentlich ausgestoßenen Ilva den Sieg gönnen. Der Duellplatz ist ein leichtes kleines Plateau mit genug Platz, dass sich der Stamm darum versammeln kann. Leichte Anhöhen an den Seiten, dass Leute auch aus den hinteren Reihen zuschauen können. Wenn du da irgendwie in der Nähe stehst, oben vielleicht auf der Anhöhe und dann Richtung Berge geschaut hast, siehst du jetzt, dass unten auch Vorbereitungen ritueller Art geführt werden. Man verteilt Opfergaben an den Rändern des Kampfkreises, zieht einen blutigen Kreis in den Sand. Der Ritualkreis ist vorher schon gesäubert worden vom Schnee
hat wirklich triefend nassen Sand als Unterboden. Das Blut versickert dann auch irgendwie als Markierung sehr schnell im Boden. Allerdings kann man trotzdem gut erkennen, dadurch, dass der Schnee weggeräumt ist, wo der Kampfplatz stattfinden soll. Es regnet nicht, es schneit nicht, es ist eigentlich auch nicht sonderlich windig, allerdings auch sehr sternenklar gewesen diese Nacht. Das heißt, es ist kalt für den Norden, eigentlich gar nicht so kalt. Es ist einer der wärmeren Tage, die du in der letzten Zeit gefühlt hast. Ja, und die ersten beginnen sich ziemlich schnell schon Plätze zu sichern. Dem Anlass angemessen trägt Lothier dann sein komplettes Ornat. Mhm. Und würde sich mit dem Weizenmesser kurz in die Hand pieksen und sich dann quasi zwei Blutstreifen jeweils links und rechts ins Gesicht machen. Und damit auch den Speer benetzen. Mhm. Um sich quasi ein bisschen anzupassen, dann wird er, wenn man halt sich so langsam dahin begibt, Ilva einmal fest an der Schulter packen und sagen, egal was passieren wird und wie es passieren wird, Ifnir blickt auf dich, Kind. Und du wirst deine Sache gut machen. Du merkst, wie Ilva den Rücken so ein bisschen durchdrückt, sich ein kleines Stückchen noch größer wird und... Würde dann einen Karma-Punkt einsetzen und eine Segnung wirken. Mhm. Und zwar den Stärkungssegen. Mhm. Das heißt, bei anfallenden, also für 12 Kampfrunden, bei anfallenden Proben auf Selbstbeherrschung kannst du den schlechtesten Würfel neu werfen. Mhm. Ja. Musst du dafür auch eine Probe wirken? Oder ist es, nee, das ist halt das ist ein kleiner Segen. Ja, okay. Genau. Gut. Was machen Ikayo und Goswin? Die auch noch im auch früh auf, suchen sich Plätze. Ich war gar nicht im Bett. Ich habe nicht geschlafen. Kannst du knicken. Mit der Nachricht, Rändern, dass der Dämon immer noch Augen. Da ist. Ja. Mit der Nachricht, dass der Dämon immer noch da ist. Mit dem Aussicht auf die Verletzung von Ilva und dem möglichen Tod. Und der Tatsache, dass sie nichts tun kann, außer dass sie daneben stehen muss. Muss. Weil sie nicht wegbleiben darf, weil das als Schwäche ausgelegt werden könnte. Schläft die Kaja nicht. Wahrscheinlich hat sie sich mit Ilva den Sonnenaufgang angesehen. Weiß wie der Schnee. Sieht so ein bisschen aus wie ein Schneewittchen, weil schwarzes Haar, rote Lippen, weiße Haut. Ja, aber die wird das ähnlich wie Lothier machen. Wahrscheinlich. Die hat auch Blut im Gesicht, ihr eigenes. Und wahrscheinlich ist das Einzige, was sie heute Morgen gesagt hat zu Ilva, als sie sich den Sonnenaufgang angeguckt haben, sehr, 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 sehr leise, aber so, dass Ilva das halt auch noch hört, ist meine Schwester. Also stirb heute nicht. Das ist das Einzige, was sie den ganzen Tag wahrscheinlich von sich gegeben hat bisher. Okay, ich gebe mir echt wohl Mühe. So. Aber ich check auch irgendwie gerade nicht, warum ihr euch alle euer eigenes Blut ins Gesicht schmiert, ne, Leute? Wir sind hier im Norden. Wir müssen hier mit Blut sparen. Der Gewalt hat angefangen! Das brauchen wir noch. Nehmt doch ein bisschen Kohle. Und ich gehe tatsächlich zum Feuer und nehme mir so ein bisschen Kohle und mal mir die Markierung ins Gesicht, die man auch aus meinem Charakterbild kennt. Möglichst grimmig, möglichst so, ein bisschen Kampfzeichnung, aber halt schwarz und nicht mit Blut. Spinnt ihr davon? Also, das brauche ich noch.
Du bist gemutet, Goswin. Du bist es wert. Die Horasia haben rausgefunden, dass das die Poren verstopft. Wer auch immer die Horasia sind. Was für Dinger verstopft davon? Das ist doch symbolisch. Wir bluten für Ilva, damit sie bei der ersten Verwundung nicht bluten muss. Das ist doch logisch. Mhm. Hat aber tatsächlich symbolischen Charakter. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich geschlafen wie ein Stein, weil ich so dermaßen viel Energie am letzten Tag durch die Gegend geschleudert habe. Willst du noch einen Regenerationswurf offen würfeln? Ich regeneriere mal. Ja, du hast ja geschlafen wie ein Stein, hast du gesagt. Sehr gut. Dann gebe ich dir auch plus 1 auf deine Regeneration, wenn du geschlafen hast wie ein Stein. Oh ja! Alles klar. Ja. Okay. Ja, dann hoffe ich. Ich mache gar nichts, am besten keinen Kontakt. Sonst mache ich nur Dummheiten und fange an zu zaubern oder so. Ich glaube, das würden mir hier Leute sehr übel nehmen, wenn ich das. Ich lasse es. Ja. Der Stamm versammelt sich so langsam am Kampfplatz. Und irgendwann werden dann auch die obersten Krieger in vollem Ornat auch mit Kriegsspeeren und Äxten bewaffnet irgendwie sich am Rand der Arena aufbauen und somit auch als eine menschliche Hürde aufbauen quasi, also eine menschliche Begrenzung, recken die Speere irgendwie auch nach vorne. Ilva weiß, dass das später dann auch so sein wird, dass wenn jemand irgendwie aus dem Kreis versucht zu fliehen, dass die den aufhalten werden oder zurücktreiben werden. Ilva steht wahrscheinlich schon mit ihrer Bernsteinaxt in der Arena. Rangral lässt noch auf sich warten. Ich würde Eisblume sagen, dass wir die Himmelslichter offen tragen sollen. Weil auch hier sind das Häuptlingslichter und wir haben 2. Das ist eins mehr als in ihrer Krone. Mhm. Und da wir beide nebeneinander stehen und sie die Verstärkung ist, leuchten wir auch noch schön. Ja. Aber versteckt ihr jetzt hier auch Rangra damit? Leuchtet die jetzt auch hübsch? Wahrscheinlich, ne? Oh. Ja, Rangra kommt auch irgendwann mit ihrer Leibgarde und auch diesem merkwürdigen Norbaden im Schlepptau. Der ist ein bisschen vor ihr gegangen, also der ist nicht wirklich in ihrem Gefolge drin, aber der ist halt in unmittelbar kurz bevor sie aufgetaucht sind, halt erst zur Menschenmenge hinzugestoßen. Ich behalte ihn im Auge, und zwar sehr genau. Lippenbewegung, Gestik. Mhm. Dann konzentriert sich Goswin auf den. Ja, Rangraf trägt halt auch ein typische Kriegerornat. Sogar eine Art Helm, was sonst nicht unbedingt sonst zum Fjarniger Arsenal gehört, sondern eine Art lederne Kappe, in die die Stammeskrone halt eingearbeitet ist. Also die Kappe trägt, also sorgt mehr oder weniger dafür, dass die Krone, die unter der Kappe eigentlich ist und so durch die Kappe oben hat, so durchlässige Sachen, dass die Krone halt nicht vom Kopf gerissen wird, sobald man eine Kampfeshandlung ausübt. Hat Ilva schon ein paar Mal gesehen, dass es sowas irgendwie im Kampf gibt, wenn der Häuptling halt mit in den Kampf zieht, damit er erkennbar ist. Ansonsten ist die Kappe halt auch mit allerlei Schmuck irgendwie verziert. Genauso wie die lederne Rüstung, die sie trägt. Und Ilva weiß noch aus ihrer früheren Zeit, dass Rangra auch Krieger war.
oder ist. Kurz bevor Ranga angekommen ist, sind auch Kinder dazugekommen, die natürlich in der ersten Reihe stehen dürfen. Und der Vater von Ilva nimmt Goswin nochmal zur Seite, kurz bevor es losgeht. Und Rangra auftaucht und meint dann, das da übrigens sind Rangras Kinder. Kleine, vielleicht 5, 6 Jahre alt. Ein Junge, ein Mädchen. Und dann, wie gesagt, stehen irgendwann Ilva und Rangra in der Mitte dieses Kampfzirkels, sich gegenüber an zwei gegenüberliegenden Enden, in diesem kreisrunden Arena. Der Stamm verfällt irgendwann in so eine Art Aufstampfen, ein Rhythmus. Dem Stamm fehlt der Schamane und von daher gibt es niemanden, der das jetzt rituell groß anleitet. Es sei denn, Lothir möchte da irgendwie einspringen und da irgendwas machen. Nee, ich bin hier noch nicht so wirklich fjarningisch. Aber er würde dann halt als Geweihter ja zu erkennen mit dem Speer nach vorne gehen. Und dann kurz bei der Ansehen, dann an Ilva gewandt, würdest du übersetzen? Mach ich. Hier und heute. Ja, die Leute stampfen immer noch. Geht es um eine Entscheidung? Um eine Entscheidung für diesen Stamm. Wer wird ihn führen? Wer soll ihn führen? Diese Entscheidung kann nicht mit Worten herbeigeführt werden. Kommt er wieder? Oder nicht? Ist immer in den besten Szenen, wo die Leute hier irgendwie rausfliegen. Mit Goswin beim Singen, Lothir hier bei der Rede. Episches Rausfliegen. Episches Einfrieren und Rausfliegen, ja. Ich, als ich Lothir zur Sau gemacht habe. Genau. Ja, genau. Das hat schon Tradition in diesem Stream, leider, ja. Naja, warten wir noch einen kleinen Augenblick. Er bewegt sich wieder. Er bewegt sich wieder, ja. Yeah. Ja, er bewegt sich. Oh Gott. Dann mach bitte weiter. Was war das Letzte? Ich hab's. Ja. Fang einfach nochmal von vorne an. Genau. Es geht um den Stamm. Hier und heute. Ja, genau, ja. Hier und heute wird die Zukunft des Stammes entschieden. Tradition. Gegen jungen Wind. Moderne gegen alten Brauch. Diese Entscheidung kann nicht mit Worten herbeigeführt werden, sondern nur mit der Kraft des Lebens. Rote Tropfen auf weißem Grund. Hier und heute wird einzig Frunu Richter sein. Ja, während du Frunu sagst, stimmen allein Frunu! Dieser Kampf wird geführt bis zum Tod oder zur Aufgabe. Blick nur mal beide an. Nicken mit bierernstem Gesichtsausdruck. Ja. Rangard nimmt eine Axt entgegen, eine schwere bronzene Axt,
und ruft dir dann entgegen. Hör auf mit den vielen Worten. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Ich übersetze das für unseren Geweihten. Lothar grinst einmal kurz. Möge der Kampf beginnen. Und steckt auch den Speer so auf den Boden. Und verlässt dann den Kampfplatz. Das heißt, der Speer bleibt in der Mitte des Kampfplatzes stecken. Richtig. Okay. Ja. Ja, Ranga umklammert die Axt mit beiden Händen und blickt düster. Auch sie hat so diese Kampfbemalung im Gesicht. In Ilvas Richtung. Der Stein in der Krone glimmt in Perlmuttfarben auf. Und ihr umtanzt euch erst einmal eine gewisse Zeit. Keiner traut sich so ein bisschen in die Mitte zu dem Speer zu laufen. Für die ersten paar Sekunden. Was möchte Ilva machen? Naja, ihr alle habt ja gesehen, dass erstmal durch den Blickkontakt halten und als erste weggucken schwierig ist bei den Fjarnigern. Deswegen ziehe ich das auch knallhart durch. Ich habe meine Axt kampfbereit. Ich schaue ihr fest in die Augen. Und erstmal laufen wir wahrscheinlich in gleichem Abstand im Kreis drumherum. Ja. Aber ich ziehe langsam aber sicher die Kreise kleiner und gucke, ob sie das merkt. Ob sie da bleibt, ob sie auch den Abstand verringert. Aber ich komme auf sie zu. Sie dreht so irgendwie, sie kontert irgendwie, also sie macht quasi dasselbe Manöver, was du auch machst. So nähert ihr euch halt langsam umkreisend der Mitte an. Sie dreht so die Axt so gekonnt irgendwie ein paar Mal so um die eigene Hand. Na, solche Spielereien brauche ich nicht. So Quatsch. Ja. Ja, das wird eine ganze Weile, weil ihr seid beide vorsichtig, wird das wahrscheinlich halten. Als wir dann irgend schon in der Reichweite seid, dass jemand ausfallen könnte, also einen Ausfall macht und dann angreifen könnte, ruckt Ranga auch das erste Mal so nach vorne. Um so eine Reaktion zu provozieren. Das macht Ilweiß. Reagiert sie oder bleibt sie einfach nur, weil sie genau weiß, dass das kein Angriff sein kann? Ich weiß, dass die das nicht macht. Von daher bleibe ich erstmal ganz ruhig. Gut. Dann ist es jetzt mal Zeit, dem Chat und den Zuschauern mal zu erzählen, dass wir hier uns, bevor wir die Spielrunde gestartet hat, haben ich und Leopardin uns darauf geeinigt, dass wir keine DSA-Attacke-Parade-Sache hier möchten, sondern dass wir werden jetzt einige wenige Würfe machen. Und anhand derer ganze Aktionsfolgen beschreiben und dann mal schauen, wo uns dieser Kampf hinbringt und ein bisschen versuchen, dieser Schwachpunkt von DSA, dieses elendige Kampfsystem, ein bisschen auf das Wesentliche zu reduzieren. Ja, keine Attacke Parade, D-Abo, ja, direkt, ja. Kann ich gut mitleben. Ja. Gut, bevor wir allerdings mit den ersten Kampfaktionen anfangen, möchte ich von Goswin bitte eine Selbstbeherrschungsprobe haben, denn das Ding ist schon ein bisschen spannend und der wollte ja den Norbaden im Gesicht, im festen Blick behalten. Mitten ins Gesicht wollte ich dir.
Da drückt jemand an deiner Seite deine Hand und krallt sich so fast schon in deine Handflächen rein. Außerdem ist Ilva gerade irgendwie schon, irgendwie ja, dieser belauernde Tanz ist schon beeindruckend. Aber die Selbstbeherrschung hält zwei Qualität. Ja. Goswin konzentriert sich nicht auf den Kampf, sondern fokussiert ganz genau den Norbaden auf der anderen Seite des Feldes. Wenn der nur einmal falsch zuckt. Ja, dann was? Das werden wir dann sehen. Okay. Ja, Ilva, der ist in da schon wieder, ein Fehler ist rausgeflogen. Haben wir bald alle einmal durch. Ja, Ilva umtanzt mit Rangra den Speer. Und wir machen keine Indie, wir machen einfach mal einen nach dem anderen, ist ja auch ein Zweikampf. Möchtest du zuerst was machen? Möchtest du zuerst agieren oder möchtest du warten, bis du angegriffen wirst? Nee, ich würde wohl einen Vorstoß wagen. Okay, dann bist du auch dann die Erste, die das wagt. Was machst du genau? Wie sieht das aus? Wie versuchst du dein Gegenüber in die Bredouille und aus der normalen Verteidigungshaltung zu kriegen? Wie kommst du an dem Speer vorbei, der ja den direkten Weg behindert? Der Speer, der kann mich mal. Der ist natürlich direkt in der Mitte. Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt ja mittlerweile schon relativ nah aneinander dran sind, würde ich einfach, oder das heißt einfach, aber ich würde möglichst aus der Bewegung heraus, in der ich laufe, einen schnellen Richtungswechsel machen, dass ich praktisch, wenn ich vorher rechts rumgelaufen bin, laufe ich jetzt links rum. Mhm. Und zwar sehr schnell und kombiniere dieses Umdrehen mit einer Attacke. Mhm. Ganz normale Attacke oder schon irgendwie ja, was? Das ist ja ein Vorstoß, ne? Also es ist ja ein Spezialmanöver. Mhm. Genau, damit ist meine Attacke um 2 verstärkt. Mhm. Mach das mal. Locker. Okay. Ja. Ilva stürmt nach vorne, nachdem sie zuerst irgendwie mit einem Ruck sich in die andere Richtung bewegt hat. Und wie sieht das aus? Schwingst du die Axt über dem Kopf an der Seite? Wo versuchst du zu treffen? An den Füßen, an der Mitte, oben? Wie sieht das aus? Dieser Vorstoß? Oder versuchst du mit der Schulter zu rammen, dass sie irgendwie umfällt? Oder wie sieht das aus? Nee, ich halte ja die Axt so praktisch in Angriffshaltung so. Dadurch, dass ich die Richtung wechsle, schwinge ich die Axt auch einmal mit rum auf die andere Seite. Das heißt, ich müsste sie ziemlich in Körpermitte treffen, die wahrscheinlich Oberschenkel, Hüfte irgendwie. Mhm. Also weil sie da auch ihre Verteidigung nicht hat. Ein mittiger Schwung. Ja, ja, so mittig. Okay. Ilva stürmt nach vorne, hat den ersten Schwung ihrer schweren Axt und führt einen Hieb aus dem Laufen heraus, um die Gegnerin in einem schweren Angriff zu treffen in der Mitte des Körpers. Hatte auch ja die Ausrichtung der Axt geändert, wie sie gerade beschrieben hat. Ragnar hat die Verteidigungshaltung sehr auf ein Bein verlagert, auf die eine Richtung, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass du so schnell die Richtung wechselst. Und ist überrascht von deinem Manöver. Und deine Axt trifft gerade so, als sie noch einen Schritt zurück macht, gerade so noch den vorderen Teil ihrer Rüstung. Mach mal Schaden.
Das heißt, lange eintippen, abwarten. Es ist spannend. Ich habe irgendwas verkehrt gemacht. Moment, Entschuldigung, das kann nicht zwei sein. Nee. Slash R. 2D6. Okay. Das 16. sind insgesamt 16 Schadenspunkte, die... Die kann sie nicht alle mit der Rüstung wegzogen. Nee, so gut ist eine Lederrüstung nicht. Das ist richtig. Also sie macht einen Schritt zurück. Die Axt trifft sie vorne in der Mitte des Körpers, auf falschem Fuß erwischt. Zieht sich dann ein großer Schnitt auf die im Frontbereich, also im Bauchbereich, durch das dicke Leder der Rüstung, teilt die Rüstung quasi in zwei Teile im vorderen Bereich und nimmt einen ordentlichen Teil des Bauchens mit. Die Rüstung hält schon einiges an Schaden ab, aber die Axt gräbt sich auch trotzdem in den Körper hinein und erstes Blut geht an Ilva. Allerdings, so ein Axthieb, so ein schwerer Axthieb, ist ja nicht ohne weiteres ausgeführt. Ilva zieht die Axt schwer über den Bauch ihrer Kontrahentin und hat jetzt den langen Schwung dieser schweren Waffe so, dass sie natürlich nicht, der endet nicht abrupt, ziehst sie komplett wahrscheinlich durch. Und muss ich ja, sonst kriegt die ja nicht auf der auf. Seite, wo jetzt dein Axtblatt ist, ist halt Rangras Waffe und auch deine Arme gerade. Sie ist einen Schritt zurückgegangen, schwer getroffen, hält sich mit einem Arm jetzt beugt sich vorn über, lässt mit dem anderen Arm, mit einer Hand die schwere Axt kreisen und versucht dich auf deinem an den Armen, also an deiner Waffenführung zu treffen. Da du da gerade eine Schwachstelle offenbarst. Und sie trifft dich. Also würde dich treffen. Würde mich treffen, ja. Ich kann durch den Vorstoß in dieser Kampfrunde keine Verteidigung mehr machen. Und das bedeutet wahrscheinlich auch ausweichen, ne? Wenn da steht, du kannst keine Verteidigung mehr machen. Ja, dann macht es Schaden. Dann ist es halt genauso passiert. Der lange Anlauf, der Spurt auf den Gegner, dieser wuchtige Schlag, der auch ordentlich Schaden ausgeteilt hat. Die Axt zieht mit voller Wucht durch. Deine Gegnerin schritt zuerst einen Schritt zurück, beugt sich dann Schmerz vorn über, nutzt dieses nach vorn überbeugen, aber gleichzeitig, als ob sie das irgendwo gelernt hätte, für eine Art Schwung mit ihrer eigenen Axt mit einer Hand von oben nach unten gegen deinen, was ist dann wahrscheinlich der rechte Arm, der zuerst im Weg ist, und die schwere Axt trifft Ilva an dem Arm. Für 17 Schadenspunkte. Jetzt kannst du mal entscheiden, wie das aussieht. Also normalerweise, also das ist halt eine simulationstechnisch total komisch. Also normalerweise würde so ein Axthieb ja auch, der eigentlich am Bauch trifft, ja auch sofort dich irgendwie außer Gefecht setzen. Genauso passiert das jetzt auch nicht mit dem Arm, sondern wahrscheinlich wird Ilva das mitgekriegt haben, wie dieses Manöver gerade funktioniert. Du wirst Schaden bekommen, aber das wird dir jetzt nicht den Arm abtrennen, was normalerweise ja der Fall wäre. Das wäre wohl so, ja. Beschreib mal, warum dir dieser Axthieb gegen den Arm nicht den Arm abtrennt. Ähm,
weil ich ja selber mitten in der Bewegung bin. Wenn ich jetzt den Arm da schön hinhalten würde, damit sie mir da schön draufhauen kann, dann wäre das ja wahrscheinlich was anderes. Aber dadurch, dass ich ja selber noch mitten in der Bewegung bin und sich mein Arm weiter bewegt, trifft die Axt halt nicht zu eine volle Stelle von meinem. Du bist gemutet. Ja, ich wollte was zeigen. Schrammt mir relativ. Das ist dann doof mit Push-to-Talk, ne? Wenn man dann den Knopf loslässt, weil man was gestikulieren will, das funktioniert übrigens nicht. Für euch getestet. Wir machen das so. Goswin macht das hier, zeigt das, wie das funktioniert. Goswin muss die Bewegung du musst es beschreiben. Genau. Durch die Bewegung, die ich ja selber noch habe, ist ja mein Arm nicht statisch, sondern bewegt sich auch. Und dadurch schafft sie es nur mit der Axt halt in der Bewegung, meinen Arm zu treffen. Macht mir auch eine relativ tiefe Wunde in den Arm wohl. Aber kommt, also die wird schon bis auf den Knochen gehen, denke ich. Aber dadurch, dass ich ja weiterziehe, trennt sie nicht den ganzen Arm ab. Und es ist jetzt halt so halber Arm praktisch durch Bewegung auch wahrscheinlich selber noch mal ein bisschen länger gezogen, als vielleicht, wenn die Klinge gerade draufgeknallt wäre. Mhm. Aber wenn die Klinge gerade draufgeknallt wäre, wäre der Arm abgewesen. Ja. Dann wäre sie durchgegangen und dadurch ist es so ein bisschen abgefälscht, aber halt, ich sag mal, vom Umfang her länger. Die schwere Axt von Rangard beißt sich durch den Oberarm von Ilva. Schmerz durchzuckt sie. Wohl wahrscheinlich. Hast du schon Schmerz bei diesen Schadenspunkten wahrscheinlich, ne? Ja, ein Schmerz. Und fährt danach mit Wucht in den matschigen Boden hinein. Ja, Ilva ist wahrscheinlich aus ein bisschen durch diese Aktion, ja, diese Wucht, der ja auch gegen den Arm geprallt ist, aus der eigenen flüssigen Bewegung herausgebrochen. Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ja, das sollte locker reichen. Ja. Tut's auf jeden Fall, jawohl. Dann fängt sich Ilva ab und macht einen Ausfallschritt nach vorne, um den Sturz zu Boden abzufedern. Rangra hingegen kippt ein bisschen vorne über, lässt die Axt los, die dann auf den Boden fällt, und hält sich jetzt mit beiden Händen den Bauch. Und es wäre wieder an dir, mit dem schmerzenden, fast nicht mehr zu gebrauchenden rechten Arm jetzt eine Aktion auszuführen. Du kannst natürlich versuchen, mit Schicksal diesen Schmerz zu unterdrücken. Ich kann den Schmerz ziemlich gut unterdrücken, weil ich das kann. Ja. Ilva ist der Schmerz egal. Ich bin böse, ich bin richtig böse jetzt und ich lege meine ganze Wut in den nächsten Schlag. Dadurch, dass sie die Axt im Boden stecken hat, hau ich ihr jetzt richtig fett eine rein mit der Axt. Mhm. Und ich schreie dabei. Einmal so rum, also einmal komplett rum, oder einmal ändern und wieder die andere Richtung hauen? Nee, ich bleib in der Richtung, in der ich bin, da kriege ich. Also drehst du dich einmal um die eigene Achse rum. Das sieht hübsch aus. Ich kann auch hübsche Pirouetten dabei, Freunde. Ja, alles klar. Und ich zimmer ihr das Ding in den Lack. Okay, mach mal. Verkehrter Würfel, sorry. Ja, ja. Drei Attacken gleichzeitig ist, glaube ich, nicht so angebracht. Ja. Ja, eine reicht, aber geschafft. Okay. Wo versuchst du zu treffen? Habe ich das richtig verstanden, dass sie jetzt gerade auf dem Boden kniet auch? Nee, die kniet nicht, die steht noch, aber ist halt ein bisschen vornüber gebeugt und hält sich jetzt gerade mit beiden Händen halt die Wunde, die du ihr geschlagen hast. Ja, dann versuche ich hier in die Beuge zu kommen. Also auf wenn sie Kopfhöhe. Wenn sie nach vorne dann, ja, so auf Kopfhöhe, ja, so krack rein. Gut. Ja. Ja, sie ist noch von diesem Schmerz, den du ihr von der Aktion, das, was du ihr geschlagen hast, da völlig beeindruckt.
Die läuft quasi auch das Blut halt irgendwann, sieht das halt die Hose herunter in dicken Schüben durch den Schlag gegen den Bauch. Und ja, der nächste Schlag, einmal Pirouette gedrehte Ilva. Und der Schlag trifft nicht komplett sofort den Kopf und würde sie abtrennen. Sie merkt schon, dass der Schlag kommen wird, dreht sich ein bisschen ein, aber trotzdem macht Ilva Schaden. Und zwar laut. Oh ja, 24. 24, Schaden. Baby, 24. Ja. Ja. Ja, der Schlag geht hier oben auf das Schulterblatt. Man hört ein lautes Knacken und Brechen, als dieses Axtblatt, das bernsteinfarbene, die Schultermuskulatur zerreißt und den Knochen im Schlüsselbein komplett durchschlägt. Die Axt bleibt wahrscheinlich erst auf Höhe des Brustkorbes wirklich wirklich stecken. Zieht Ilva die Axt zurück oder versuchst du die dann halt irgendwie mit der Axt noch zu Boden zu drücken? Ich drück sie mit der Axt zu Boden. Ja. Okay. Und knurre ihr böse zu. Gib mir ein Zeichen oder du bist tot. Ja, also die drückst so nach unten. Und aufgrund dieses harten, wuchtigen Angriffs kann sie da nichts gegen ausrichten. Fällt auf den Boden, um halt dem Druck der Axt zu entwehren, also lässt sich auf den Boden fallen. Und ja, in einer letzten, wahrscheinlich verzweifelten Aktion rollt sie sich über den Boden. Oh, sehr schön. Also fällt vornüber mit vollem Karacho und schwer blutend in den Matsch, rollt sich dann auf die Seite, als Ilva über ihr steht mit der Axt und halt sagt, gib mir ein Zeichen, reißt dann beide Hände nach oben, ist ja ohne Axt inzwischen, ne? Und ja, Moment, muss gerade mal noch nachgucken, nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Hätte ich mir auch mal früher raussuchen können. Der Meister ist wieder sehr gut vorbereitet. Wie immer. Ja. Und noch mal kurz nachgucken. Ja. Das sind noch mal 14 Schadenspunkte, die jetzt nämlich sich folgenderweise äußern. Reißt so beide Hände so nach oben in der Faust geballt, verschränkt die dann noch so ein bisschen in so einer Schutzhaltung über ihrem Kopf. Man sieht das Blut halt irgendwie aus der Schlüsselbeinwunde herausbrückeln und Ilva, ein Schmerz durchzuckt deinen Kopf. Es wird dir schwarz vor Augen. Es ist so, als würde in deinem Kopf irgendetwas explodieren. Starker, das Kopfschmerz oder Migräneschmerz ist da schon nicht mehr treffend. Es ist, als hätte hier jemand einen Dolch ins Innere deines Gehirns gestoßen. Deine Muskeln können kaum sich beherrschen, um die Axt festzuhalten. All dir wird schummrig vor Augen, dieser Schmerz durchdringt vom Kopf aus deinen ganzen Körper. Fulminictus, Donnerkeil. Au! Ich taumel zurück. Halt aber dabei meinen Axtstiel fest. Also wahrscheinlich ziehe ich, während ich so zurücklaufe, so ein Stückchen meiner Axt aus ihr raus. Aber ich taumel erstmal ein, zwei Schritte von ihr weg, weil das hat echt übel wehgetan. Oh. Ja. Und ich muss erstmal kurz mich sammeln und schütteln. Und jetzt hat sie mich böse gemacht.
gemacht. Jetzt hat sie mich wirklich böse gemacht. Hallo Blutrausch. Tada. Ja, yippie. Da freuen sich jetzt alle anderen Anwesenden auch. Ja. Pech gehabt. Ja. Dann beschreib, was du tust. Siehst du, jetzt so lässt jetzt halt die, nachdem das irgendwie du zurückgetaumelt bist, so die Hände dann irgendwie an die Seite, hängt dann so halb so aufgestützt auf einen Arm, so seitlich im Schlamm. Man kann sich nicht entscheiden, ob sie Bauch oder Seite sich festhalten soll. Okay. Ich schüttel mich nochmal, versuch irgendwie. Ich kann gar nicht mehr. Ja, ich bin im Blutrausch. Ich kann gar nicht mehr jetzt irgendwelche fancy Sachen auspacken. Ich bin einfach scheißwütend und renne schreiend auf sie zu und attackiere sie. Ja, wie sieht das? Also einfach nach vorne und einfach nur die Axt nach unten oder was? Nach vorne und drauf, aber ihr seht dabei, dass sich mein Körper irgendwie noch anders aufbäumt. Ihr seht so viel Wut in meinen Augen und so viel Blutdurst, dass sich mein Gesicht verändert. Und ihr seht, dass ich schreie mit der Axt, aber während ich schreie und diese zwei Schritte gehe, hört sich der Schrei immer tierischer an, immer wütender, immer wie so ein heiseres Aufkeuchen. Und auf einmal ist es... Und ihr seht eine Wolfsschnauze da, wo gerade noch mein Mund war, die mit Geifer Geifer in den Lefzen hängen hat und die sich fletscht wie sonst was und die bereit ist, sofort zuzubeißen, falls die Axt nicht durchgehen sollte. Und erstmal die Axt noch, so viel Menschlichkeit ist noch in mir, aber wahrscheinlich auch kurz danach in Richtung Halsschlagader, Kehle, hier, beißen. Mhm. Ja. Also erstmal saust die Axt runter, mach mal deine Attacke. Jo, locker. Verzweifelt versucht sie sich noch zur Seite zu rollen. Ja, wenn sie nicht so fürchterlich schon getroffen worden wäre, hätte das sogar geklappt, aber in diesem Fall nicht mehr. Die schweren Wunden machen es ihr unmöglich, sich gewandt, wie sie normalerweise wäre, sich zur Seite zu bewegen. Und die Axt saust auf sie hernieder, beschreib mal. Wenn du jetzt erstmal Schaden, genau, erstmal Schaden und dann ja, genau. Nochmal 11 Schadenspunkte. Ja. Die Axt saust mit Kraft auf sie nieder und ich guck gar nicht, wo ich sie genau treffe. Es ist mir scheißegal, Hauptsache die Axt trifft sie und immer tut ihr richtig weh. Tut und die ziehe ich mit Kraft durch. Ich weiß nicht wo, ich bin viel zu blind in meiner Wut, um das irgendwie noch gut zu zielen, aber irgendwo wird es schon treffen und egal wo, Hauptsache tut weh. Ja. Die anderen, die Zuschauer sehen, wie Ilva zuerst zurückgetaumelt ist, viele mehr Schritte sich den blutenden Arm vor das Gesicht gehalten hat, als sie irgendetwas getroffen hat, dann den Arm wieder wegzieht, dieses blutverschmierte Gesicht mit einem hassverzerrten Ausdruck im Gesicht dann Konturen annimmt, dann dieses Geheule anfängt, diese Wut im Gesicht erkennbar ist, die letzten zwei, drei Schritt, ein kleiner, fast schon raubtierhafter Sprung in die Luft und sie landet halt mit Axtblatt voraus auf ihr, also es ist gar kein richtiger Axthieb, den man da ausführt, sondern ist eher so die Axt nach vorne und ich mit dem ganzen Körpergewicht auf den Stiel sich draufwerfend und damit das Axtblatt noch weiter in den Körper treibend. Und beugt sich dann nach vorne und lässt das Axtblatt los und reißt in den offenen Wunden, die das Axtblatt gerissen hat, irgendwie weiter herum. Und der Körper unter ihr erschlafft sofort, während Ilva weiter auf diesem Körper drauf sitzt und reißend auf Rangra drauf sitzt.
nach rechts und links. Während ich da sitze und Blut spritzt, seht ihr auch, wie sich mein Kopf in Richtung Rangras Hals beugt und ich ihr die Kehle rausreiße. Ja, da ist ja schon schon diese Riesenwunde von der Axt. Und deswegen, das macht es dir einfach, da ganze große Stücke rauszureißen. Und das wird jetzt ein übler Overkill, aber die hat mich so wütend gemacht. Ich hau die jetzt kaputt, es sei denn, jemand hält mich auf. Also die ist, vielleicht ist schon längst kaputt. Das ist der Moment, wo ich halt wirklich so, halt sie auf. Ich kann das nicht stoppen. Ich kann jetzt hier nicht mehr irgendwie sane sagen, so, Schluss vorbei, Kampf. Jetzt knirscht die Kaios Schulter tatsächlich. Ja, du brichst mir wahrscheinlich die Schulter, das ist mir aber gerade egal. Das ist, haltet sie auf. Seid froh, dass ich nicht auf jemand anders losgehe. Noch nicht. Spätestens seit dem Heulen, ja, gucke ich sowieso nicht mehr auf den Norwaden. Mhm. Selbstbeherrschung hin oder her. Okay. Ich habe da drüben gerade recht. Ja. Mhm. Das halt sie auf hat seine Gründe, oder? Wir haben gesehen, was sie mit dem Trupp der Wachen angestellt hat. Wir haben gesehen, was von ihnen übrig geblieben ist. Halt sie auf oder sie richtet sie hier dasselbe an. In diesem Moment fällt der Speer, den Lothir in die Mitte gestellt hat, neben diesen beiden, also als Ilva die Kehle zerreißt und einen Teil des anderen Schlüsselbeins aus Rangra rausbricht und zur Seite schmeißt. Gegen den Speer fällt der Speer krachend in den schlammigen Boden. Ilva wird sich zuerst einmal bewusst als raubtierhaftes Ilva, dass das Ding unter ihr tot ist, dass hier nichts mehr zu holen ist, richtet das erste Mal den Blick nach oben und blickt in Richtung Lothir, Goswin und Ikaju mit einem zornigen Blick. Gott sei Dank nicht Rangras Kinder. Boah, da hätte ich was Dummes tun müssen. Also wenn Goswin halt schon irgendwie nach vorne gehen will oder so, weil Lothir lässt jetzt Ikaius Schulter los und bewegt sich selber ganz langsam. Ich gehe selber nach vorn, drück Lothir so zur Seite. Hast du eine bessere Idee, als sie zu paralysieren? Dann mach. Beast Ilva, da kommen zwei in den Kreis, die wollen anscheinend kämpfen. Ich kann nur verhindern, dass sie mich angreift. Also ihr seid beide nach vorne gegangen, das sind jetzt für das Beast halt zwei Leute, die jetzt gerade kommen und sagen, hey, ich will auch einen drauf. Mei. Aber da wir halt diese Wut nicht kennen, ist das natürlich... Mhm. Ja, im Zweifelsfall, ich hoffe für euch, dass irgendwer sonst das erkennt und ich meine, die Fjarninger wissen, damit umzugehen, eigentlich. Aber anscheinend fühlen die sich gerade nicht zuständig, deswegen... Es geht hier alles sehr schnell, ne? Also. Und ja, wenn die zwei Ersten sind, ich nehme den Rechten, wer auch immer das ist, aber ich löse mich von meinem Opfer. Wer möchte der Rechte sein? Wer möchte der Rechte sein? Das ist wohl ein Fall für den Gesichtswürfel. Der Gesichtswürfel, alles klar. Ich sag mal, der Gesichtswürfel guckt mal, ob er freundlich gesonnen ist für Lothir, dann wäre er nicht der Rechte. Der Gesichtswürfel kann sich nicht entscheiden. Die sind beide gleich auf, Ilva. Ja, dann bin ich wahrscheinlich dran, weil ich in der Mitte stehe. Oh Gott! Ja, in der Mitte steht Ilkayo. Die Mitte ist viel gefährlicher, Ilva. Ich hab den knurrenden Mund vor allem dem. Ich muss ja Liska davon abhalten. Und vor allen Dingen dieses Licht, was dieses Ding in der Mitte hat, es pulsiert und blendet und... Tja. Hi. Ding in der Mitte. Hallo. Also wahrscheinlich wird der Kreis so seine paar Meter groß sein. Ja, ja, klar. Mhm. Das heißt, zwei Aktionen habe ich bestimmt Zeit. Folgendes wird geschehen. Ich gehe mal davon aus, du rennst jetzt einfach wie Berserker Ilva auf uns zu, ja?
Ja, aber du wirst sehen. Pass mal auf, jetzt passiert noch mehr. Weil sie hat einen Hund. Und Hunde kann ich voll gut. Pass mal auf. Während ich schreiend auf sie, also keifernd und irgendwie komisch hetzend auf sie zu, verwandelt sich mein Körper immer mehr in einen Wolf. Wollen wir noch mal gucken hier, was Liska kann. Sehr schön. Ich habe jetzt Liska. Von dieser Rechthaberei, ja? So. Schwinge ich meinen Stab in einer liegenden Acht und schreie, ja? Schreie dir entgegen. Oh, das wird so laut, Leute. Haltet euch die Ohren zu. Ich schreie wie blöd, ne? Torpescas! Und folgendes passiert, also... Ja, erstmal würfelst du eine Probe. Bitte? Erstmal würfelst du eine Probe. Ja, gut. Ich mach mit so Kinkerlitzchen auf, halt. Ja. Natürlich gelingt das. Natürlich. Moment, erste Probe ist, glaube ich, auch noch Klugheit. Natürlich. Korrekt. Das, natürlich. Okay, Eva, was hast du für eine Zähigkeit? Oh Gott. In diesem Augenblick das wahrscheinlich plus, ne? Kurz nachgucken. Zähigkeit 3, wobei ich gerade nicht sicher bin, ob Blutrausch... Nee, der Blutrausch an sich nicht, aber ich guck mal für die Situation. Okay. Schlecht für dich aus. Nur, es bleibt bei der 3. Bleibt bei der 3. Dann habe ich tatsächlich 3 Qualitätsstufen erreicht. Mhm. Und das bedeutet, Ilva, du wirst richtig langsam. Oh, das sieht so abgefahren aus, das sieht so abgefahren aus, weil Ilva sicher mit jedem Satz, den sie nach vorne macht, mehr in den Wolf verwandelt, und wenn das so richtig langsam ist, dann könnt ihr die einzelnen Wolfshaare wachsen sehen, Leute. Das wird so cool. Die Hand, die immer mehr zur Tatze wird, immer mehr Fell sprießt. Slow-mo Wolf! Ja, und kurz... Die Ohren, die größer werden. Ne, auf einmal wächst mir ein buschiger Schwanz. Leute, das sieht so abgefahren aus. Mein Kopfkino macht mir so einen Spaß gerade. Mehr Albträume für Ikayu. In Slow-mo jetzt. Ja. Wunderbar. Eine Armlänge vor Ikayu bleibt dieses gerade sich in einen Wolf verwandelte Wesen bewegungslos stehen mit gefletschten Zähnen und einem hassverzerrten, wolfigen Gesicht. Ich stehe ja daneben und ich halte so mein Gesicht neben das Wolfsgesicht. Ikayu, ich hatte recht. Sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Ich guck dich an, das ist jetzt nicht dein Ernst. Guck dich an, pass auf, wenn du noch ein Wort sagst, ich bring dich um, du liegst daneben, das ist mir sowas von egal. Also, ich hab meinen tobenden Hund, den krieg ich gerade irgendwie wieder beruhigt, weil der mich natürlich beschützen will und jetzt sehr verwirrt ist, vor allem weil das ja nach Ilva riecht, aber nicht mehr Ilva ist. Oh Gott. Falls sie in dieser Gestalt einige Zeit bleiben sollte, kann ich dafür sorgen, dass sie uns nicht angreift. Erstmal ist sie ja gerade in der Bewegung erstarrt. Also. Denn jetzt geht sie als Tier. Kann sie mich hören? Fragst du Goswin, oder? Fragst du mich das? Ich frag Goswin. Kann sie mich hören? Ja. Ist sie bei Bewusstsein? Ja. Okay, dann mache ich jetzt was Dummes. Willst du mich jetzt hinterm Rechen kraulen? Doch, bitte. Ja, natürlich kraule ich dich jetzt hinterm rechten Ohr. Nein, ich möchte zu dir durchdringen. Ich möchte in deinen Kopf. Ich möchte deinen Blutrausch beenden. Ich guck mal so zur Not hier, für den Fall, dass ich gleich anfange zu knurre, hau mir bitte eine rein, ja? Richtig schön fest. Auf die kaputte Schulter, weil die tut nämlich scheiße weh, aber dann bin ich auf jeden Fall ausgenockt. Und dahinter siehst du Goswins Gesicht, das dir sagt, wehe, du packst sie an. Das heißt,
Ja, in meinem Kopf ist gerade Gewitter, ne? Spritzel, Sprotzel voller Hass und Wut und ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Aber wenn du sagst, ich bin noch bei vollem Bewusstsein, dann habe ich Hass in meinem Kopf. Ja. Warte, lass mich mal kurz was würfeln. Oh, das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich möchte die 18 chippen. Ja, aber das sollte reichen. Warte. Was du machen willst. Ja, ich mache eine Selbstbeherrschungsprobe. Mit einer Qualitätsstufe dauert es dann ein bisschen, bis ich mich tatsächlich beruhigt habe und so kalt bin wie der Schnee um mich herum. Und dann möchte ich Ilva die Hand auf die Stirn legen, genau zwischen die beiden todbringenden Augen, die mich gerade anstarren, die mich am liebsten umbringen wollen, und möchte mich ja auf sie konzentrieren. Ich möchte, dass das passiert, was im Tod. Nein! Das möchte ich jetzt quasi reproduzieren. Warum? Das heißt, ich möchte wissen, was in ihr vor sich geht, und ich möchte, dass sie weiß, was in mir vor sich geht. Und ich hoffe, dass wir so den Blutdurst umswitchen können. Also, dass er zumindest abgemildert wird, dass sie halt durch mich wieder zur Ruhe kommt, zu Bewusstsein kommt. Und ich ihre Wut. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Das ist so das, was ich mir gerade vorstelle. Das heißt, ich richte all meine Gedanken auf Ilva. Ich spüre dieses wachsende Fell unter meinen Händen. Ich sehe in den Augen immer noch meine Schwester, mein Familienmitglied, mein Rudelmitglied, das gerade Hilfe braucht. Das gerade jemanden braucht, der das, was in ihr brennt, mit ihr trägt. Und wenn ich eins gelernt habe auf meiner Reise, dann ist es Emotionen zu kontrollieren, abzumildern. Ich kenne den Zustand der vollkommen Emotionslosigkeit, der vollkommenen Gefühlskälte, ohne Hass, ohne alles. Es ist mir egal. Und den rufe ich gerade einfach in mir wach, um sie zu beruhigen. Und würde dann versuchen, meinen Geist nach ihr auszustrecken. Finden. Ja. Mach mal, Ilva, mach mal eine Probe auf, was nehmen wir denn da? Moment. Was haben wir denn da? Was nehmen wir? Ratatata. Willenskraft. Das ist Mut, Intuition, Charisma. Ja, geschafft. Wie viele Qualitätsstufen? 4 sind 2, ne? 4 über sind 2 Qualitätsstufen. Ja. So, und dann macht Ikayu eine um 2 erschwerte Probe für Überzeugen. Musst du nochmal wiederholen? Das hat bei mir gerade gerobbert. Eine um 2 erschwerte Probe für Überzeugen. Überzeugen, alles klar. Du meinst überreden? Bekehren, überzeugen. Überreden nicht. Ah, ja, wunderbar. Wenn ich eins kann, dann das. Das dachte ich mir. Schauen wir mal. Oh, ja, warte, um 2 erschwert. Die 18 ist der mittlere, das heißt
Das geht auf Klugheit. Das heißt, das wären 5, das wären... Dann habe ich immer noch 2 Qualitätsstufen. Ja. Ikayo greift mit Hilfe des Himmelslichts nach dem Gedanken von Ilva. Sie tauchst ein in dieses tierische Denken, gerade in eine Welt voll Zorn. Und es fällt ihr schwer, dich zu konzentrieren auf dieses Gefühl, worauf du dich eigentlich einlassen wolltest. Dieses, du befindest dich in einer Welt voll, die ständig in Bewegung ist, die nach rechts, nach links, die nach Blut dürstet und voll Zorn und irgendetwas ist. Und hier einen Ruhepol darzustellen, fällt dir etwas, überhaupt etwas zu finden in diesen Gedanken, woran dieser Pol sich festkrallen kann und sich ausbrechen kann, fällt dir schwer, aber du schaffst es. Welchen Gedanken in Ilvas tierischem Selbst könnte denn Ikayo finden, woran man sich mit Ruhe festklammern kann, Ilva? Welchen Gedanken sieht sie in deinem Kopf? Ach, das muss ich jetzt sagen. Ja, ist ja dein Kopf. Mit der sie los ist ja mein Kopf, du hast ja recht. Nein, es ist ja ein riesiger Strudel aus Schwanz und Rot und Wut und Hass und Aggression. Darin kannst du was finden, was irgendwie schöner pulsiert irgendwie. Darunter ganz verschüttet ist was für dich aussieht erstmal wie, also das hat eine freundliche grüne Farbe und das ist irgendwie, wenn du dich dem so annäherst oder so, dass du merkst, dass du vielleicht doch irgendwie, vielleicht, wenn du diese Bilder in meinem Kopf siehst, Personen erkennen kannst und so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, von Familie. Und je mehr du dich darauf konzentrierst, wirst du sehen, dass das eure Gesichter hat. Weil die Himmelslichtjäger mein neuer Stamm geworden sind und ich mich da zu Hause fühle und die mein Ankerpunkt geworden sind. Das, worauf ich, was meinem Leben gerade Sinn gibt, weil ich dachte, ich hätte keinen Sinn mehr in meinem Leben und dann habe ich euch getroffen. Und wenn du das daraus poolen kannst, wenn du eure Gesichter stärker in den Vordergrund ziehen kannst, unsere gemeinsame Sache, unseren Stamm, da könntest du Chancen haben. Also was Ikayo nicht kann, ist dir wirklich dir Dinge aufzwingen oder dir eine Sache vorgeben, aber sie taucht in deine Gedankenwelt ein. Ilva merkt auch, dass sich Ikayos Denken in ihr befindet. Und vielleicht gerade deswegen, weil Ikayo in deinen Gedanken dieses Bild von euch dreien findet, von den anderen dreien, und da so gezielt drauf hinwirkt und Liska so gezielt sich darauf in deinen Gedanken darauf hinbewegt, ist auch das tierische Selbst in Ilva gezwungen, sich mit diesem Bild zu befassen, das vorher total überspült wurde, aber jetzt halt dadurch wieder in den Vordergrund tritt, dadurch, dass du versuchst, dieses feindliche Geistwesen aus deinem Kopf rauszukriegen, aber dafür musst du es fassen. Aber es schwebt halt in Richtung dessen, was dich beruhigt. Ich stelle es mir gerade so vor, wie so ein, keine Ahnung, so ein rotes Meer aus Wut und da drin fällt so eine einzelne Sternschnuppe langsam Richtung Boden auf dieses andere Schimmern zu. Das bedeutet, zwei Lichter sind auf dem Weg, sich einander zu begegnen. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie viel sie von mir mitbekommt. Ich weiß aber, dass sie fühlen konnte, was ich gefühlt habe. Und wenn ich merke, dass ich auf dieses Gefühl der Verbundenheit zusteuere, dann konzentriere ich mich darauf. Das bedeutet, ich rufe Erinnerungen wach, die wir als Rudel schon erlebt haben. Das bedeutet, die unzähligen Abende am Lagerfeuer, die Schneeballschlacht nach dem großen Schneesturm, die wir in dem Iglu verbracht haben,
die Yetis, die ja auch mit uns gereist sind, mit denen wir einige lustige Stunden verbracht haben, wie wir uns alle, die Zeit in den Höhlen, wo ich euch die Bilder gezeigt habe, und ähnliches, wo wir halt einfach zusammengestanden haben. Ich versuche mich da ganz doll auf diese lichten Momente zu konzentrieren und einfach so dieses Leuchten zu bestärken, bis ich halt quasi meine Hand, meine geistige Hand, meine Lichthand ausstrecke, in dieses Licht reingreifen kann, beziehungsweise es vielleicht berühren kann. Und dann versuche es dadurch wieder nach oben zu ziehen. Also quasi, als würde ich durch eine Wasseroberfläche greifen, versuche ich sie zu packen, vielleicht kriege ich sie sogar zu packen und dann kann ich sie rausziehen. Goswin und vielleicht ist das der Moment, wo ich wieder rausfliege. Goswin und Lothir sehen dieses, also Ilva ist ja nicht komplett paralysiert, also zumindest stelle ich mir das nicht so vor, ansonsten wären die ja sofort tot. Also das Tier atmet noch zum Beispiel. Dieses Schnauben kommt halt noch aus der Schnauze heraus. Und das Schnauben wird in diesem Augenblick halt ruhiger. Und für einen Moment sieht es vielleicht so da aus, als ob das Tier aufhört zu atmen. Ein kurzer Gedanke schießt Goswin und Lothir in den Kopf. Was ist, wenn der Zauber jetzt schief geht und Ilva dadurch stirbt? Allerdings ist Goswin sich ziemlich sicher, dass der Zauber so nicht wirkt. Allerdings dieser eine erste Gedanke wird dann wieder weggewischt, dadurch, dass sich dieses irgendwie dieses Atmen dann doch wieder einsetzt, allerdings sehr langsam. Und in dem Augenblick, Goswin, Lothir, zwischen euch, fällt Ikaio vornüber in den Schnee und schnaubt ebenfalls in gleichen Abständen. Ja, ich versuche sie natürlich aufzufangen oder zumindest aufzunehmen. So, Lothir wird sich dann quasi vor Goswin nochmal schieben, sofern der sich da um Ikaio kümmert. Und er kann nicht ganz verhindern, dass er halt anfängt, eine beruhigende Melodie zu summen, die so ein bisschen, die zwar eher an Ilva gerichtet ist, aber irgendwie jetzt im Allgemeinen für Beruhigung sorgen soll. Siehst auch, dass die Leute jetzt von den Rändern halt auch auf Rangrad zugestürmt kommen, irgendwie sie untersuchen und so, während ihr euch mit Ilva befasst. Und Frage ist jetzt halt an Goswin, wann lässt du den Zauber fallen? Also, der geht selber 6 Minuten. Mhm. Ich würde sagen, der wirkt so lange, wie er wirkt. Okay. Ikaio erwacht irgendwie vor Ilva im Schnee liegend, irgendwie bist halt nach vorn übergekippt, kurz nicht mehr bei Sinnen gewesen, als du in Ilvas Geist eingetaucht bist, im Matsch, irgendwie von oben bis unten halt jetzt auch voll Matsch. Ilva immer noch erstarrt in dieser Bewegung, immer noch mit diesem zornigen Ausdruck im Gesicht, weil sie ihre Gesichtsmuskulatur nicht verändern kann. Allerdings der Blick in den Augen ist ein anderer, als du es im ersten Augenblick gesehen hast. Goswin, der dich irgendwie sanft hochzieht. Lothir, der auf die anderen Leute irgendwie einredet, die um euch herumstehen. Wo die ersten Krieger schon mit dem Speer so Richtung Ilva sich bewegt haben. Was passiert? Ich halte sie ja im Arm. Ruh dich aus, Ikaio. Du hast den Tag gerettet. Nein! Das war Ilva. Ruh dich aus. Ja, da ist nicht viel im Moment. Also der Schlafmangel und die Erschöpfung und die Auerschulter und jetzt auch noch die Geistreise, die kippt einfach wieder weg. Die ist quasi aufgewacht. Geht's allen gut? Alle leben noch? Okay. Und wieder weg. Der Kopf
direkt um und sie verliert wieder das Bewusstsein. Also, das war's. Liska schlabbert Ikayu noch ein bisschen übers Gesicht. Die wacht nicht auf, das ist so das eine Auge so mit der Zunge. Lothia kann die Krieger beruhigen, die immer noch mit den Speeren sich jetzt so um Ilva herum postiert haben. Und dann lässt der Zauber langsam, aber sicher nach. Ilva, du merkst, wie sich wieder Bewegung in deinen Wolfskörper zieht. Und du hast die letzten Gedanken, die du mit Ikayu zusammen halt durchlebt hast, jetzt in deinem Kopf. Nicht mehr den Zorn. Ja, dann wird sich auch sofort, sobald ich meine Gesichtszüge wieder kontrollieren lassen, dieser zornige Ausdruck auch aus meinem Gesicht irgendwie ziehen. Der jetzt ja, also nun doch so langsam, falls es noch nicht ganz abgeschlossen war zu dem Zeitpunkt, wo ich erstarrt bin, wird sich jetzt die Verwandlung zum Wolf doch noch vollständig vollziehen. Mhm. Ich sitze da jetzt also als Wolf vor euch, aber ich bin nicht mehr aggressiv, sondern ihr seht jetzt, wie ich mich so umgucke, nochmal zurückgucke, Rangradar sehe und ein triumphierendes Wolfsgeheul anstimme. Und während ich aus tiefster Kehle mein Wolfsgeheul durch die Nebelzinnen klingen lasse, verwandle ich mich langsam wieder zurück zum Menschen und stehe dann wieder als Ilva vor euch. Schlag mir mit der Faust auf die Brust. Ja. Tut unglaublich weh, dass es in den Arm zuckt. Also, weil. Ja, aber dicke, das muss fette, jetzt sein. Diese, dicke, fette diese Wunde. Siegergeste brauche ich jetzt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nackt bist du? Das geht noch, weil ich ja in Rüstung war, als ich angefangen habe, mich zu verwandeln. Also, Teile davon werde ich verloren haben in dieser Verwandlung, aber. Irgendwie vielleicht habe ich noch so komisch an Stellen, wo es nicht ganz genau hingehört, irgendwie noch so Reste von Kleidung. Aber ziemlich nackt, ja. Ich könnte jetzt hier so ein Häuptlingsgewandmantel-Dingsi vertragen. Und sonst, ich schäme mich meiner Nacktheit nicht. Ich bin hier der neue Häuptling, hallo? Außerdem bin ich der Hammer. Habt ihr das gesehen? Nur eine Information, Häuptling. Lothia, du hast ja auch den Kampf halt eingeleitet. Das musst du ihn auch beenden. Ja, nachdem jetzt keiner mehr Ilva unmittelbar will, gehe ich dann mal in den Innenkreis. Ja, sie sind halt so irgendwann alle jetzt irgendwie. Das ist ein großes Kuddelmuddel in der Mitte. Würde mich da ein bisschen versuchen durchzuschieben, weil ich muss das jetzt zumindest offiziell erklären. Mhm. Guck mir das an, was von Ranga übrig geblieben ist. Ja, das sieht nicht schön aus, ja. Einmal tiefes Schlucken. Vor allen Dingen mit dem Vorher-Nachher im Kopf. Dann würde ich kurz die Krieger angucken und dann diesen Helm von ihrem Kopf ziehen. Mhm. Den Speer dann wieder aufheben. Ja. Frodo! Dann hast du dir gemerkt, dass du da Applaus gekriegt hast, als du letztes Mal Frodo gesagt hast, ne? Ja. Erstmal ein lautes Frodo rufen. Ja, Leute stimmen ein. Der Kampf ist entschieden. Ilva hat gewonnen. Ja, die Krieger schlagen mit den Speeren auf den Boden. Ihr obliegt jetzt die Herrschaft und Führung. Ilva! Ja, ich komme ja schon.
Das ist so ein bisschen komisch. Hier an dem einen Bein ist die Rüstung so halb ab. Ich laufe jetzt ein bisschen albern dahin, weil ich nur so halb in dieser Rüstung drin stecke und das eine Bein halt verloren habe. Sowohl der Kopfschmerz als auch der Schmerz am Arm sind auch noch sehr, sehr da. Ja, genau. Da. Also elegant geht anders, aber ich komme zu dir in die Mitte. Dann würde Lothir dir den Iffernsmantel quasi zeremoniell um die Schultern legen. Und dann quasi die Haube aufsetzen. Ja, und Ilva hat dann die Krone quasi auf. Der Stein darin glimmt nochmal auf. Außerdem bin ich gerade schätzungsweise größer geworden, weil ich ganz gestreckt. Ich bin der Häuptling, Baby. Ja, das ist, wirkt in der Tat so. Dieses, als die Ilva die Krone aufgesetzt bekommt, fängt dieser kleine Stein in der Krone halt wirklich an zu leuchten. Und zwar lässt er so einen leuchtenden Schimmer über Ilva drüber gleiten. Sieht so ein bisschen surreal aus, dieser Ifirnsmantel, der gerade so die Blöße dieser Kriegerin bedeckt, die noch blutverschmiert ist von dem, was sie da angerichtet hat mit ihrer Gegnerin. Die Axt irgendwie liegt da irgendwo und sie reckt so die Faust in der Siegergeste wahrscheinlich so irgendwie nach vorne. Und scheint in der Tat durch dieses Licht, was von diesem Stein ausgeht, um einiges zu wachsen, strahlt eine Herrschaft aus, wie man, also wenn ihr nicht drüber nachdenkt oder so, das ist auf jeden Fall die geborene Herrscherin. Und die ersten fangen halt auch schon an, so gehen in die Knie. Und die Krieger legen ihre Speere auf den Boden und gehen in die Knie. So ein bisschen dieser, wenn man aus Herr der Ringe diesen Galadriel-Effekt hat. Inklusive der Stimme, wenn Ilva jetzt spricht, wird es so irgendwie ein bisschen raunend sprechen. Gleichzeitig sieht, wenn Goswin drauf achtet, weil Goswin traue ich erst als am ehesten zu, dass er auf die Himmelslichter achtet, siehst du, dass während Ilva dann irgendwie diesen Lichtglanz bekommt, Ikaios und Eisblütes Licht gleichzeitig auch mit aufblitzen. Und wüsstest du es nicht besser, könntest du vielleicht sogar einen kleinen Schimmer sehen, der von den anderen Lichtern Richtung Ilvas Licht geht. Aber das ist, glaube ich, nur ein erster Eindruck, dann ist er sofort wieder vorbei. Naja, auf der anderen Seite, glaube ich, die Frage, wer ist hier der Boss, ist jetzt geklärt. Ja. Dieser huldvolle Glanz hält auch nicht sonderlich lange an, verglimmt dann irgendwann und Ilva ist trotzdem noch sehr, sehr majestätisch, wie sie da steht, aber halt nicht mehr dieses Übernatürliche, Sofortige, sondern eher so der normale, ich bin jetzt die Siegerin, ich bin die Anführerin. Und auch in Ilvas Kopf macht sich so ein Selbstbewusstsein groß, so ein Bewusstsein von, das ist jetzt mein Stamm. Das ist, ich bin, die Anführerin. Ich muss mich um sie kümmern. Ich führe diesen Stamm dorthin, wo ich es am besten halte. Regeltechnisch hast du die Sonderfähigkeit Anführer nun. Sehr geil. Allerdings nur, solange Ikai und Eisblüte in der Umgebung sind. Hashtag Teamwork. Ja, die Himmelswölfe funktionieren nur im Rudel. Ansonsten, ja, ich hab nicht vor, mich von denen zu trennen. Ansonsten bekommst du die Fähigkeit, einen Fulminictus sprechen zu können. Ich kann jetzt einen Fulminictus? Ja. Bam! Ich kann so viel geilen Scheiß. Ja, wie ich da so stehe mit meinem neuen Machthabitus und dieser fancy Krone auf dem Kopf, wird mir langsam kalt. Also sage ich, Eisfuchs, Leute,
Wir treffen uns in der großen Halle wieder. Dort besprechen wir, was als nächstes zu tun ist. Bringt Met und Essen mit. Ja, die Leute erheben sich wieder und strömen dann ein bisschen auseinander. Ja. Ragnar wird einfach da liegen gelassen. Keiner kümmert sich mehr um den Verlierer. Außer, das finde ich nun wiederum nicht gut. Mir ist ein bisschen kalt jetzt. Ich würde mich gerne erst anziehen. Aber ich finde, dann sollten wir sie bestatten. Ich stehe hier für einen neuen Anfang. Und das werde ich auch so erzählen. Und ich werde auch die Familie zusammenrufen von Rangra und von Pandur, die dann dazugehören und wer sich ihr verbunden fühlt. Wir werden ehrenvoll Abschied nehmen. Sie hat in bestem Wissen gehandelt. Sie hat für ihre Interessen eingestanden, so wie man das in unserem Stamm tut. Sie hat gekämpft. Sie hat verloren. Aber das heißt nicht, dass wir ihren Leichnam hier liegen lassen, dass sich wilde Tiere daran laben können. Also jedenfalls nicht noch schlimmer, als ich das als wildes Tier getan habe. Wir kratzen sie jetzt anständig zusammen. Tu ein bisschen Schnee drauf. So wie das, ja. Genau. Tu ein bisschen Schnee drauf. Genau so ist die Bestattungsmethode, ja. So, wir machen das hier anständig. Ja, man muss sich selber treu bleiben, Leute. Nee, zumindest frierst du in dem Mantel nicht. Ja. Ich friere sowieso nicht so leicht, aber ich bin halt auch immer noch halb nackt, ne? Ja. Gefolgt wird dieser Kampf wirklich von einem reißenden Krönungsfest. Ja, Ilva hat gesagt, bringt Essen und Met, das nehmen die Leute natürlich ernst. Ja. So war das gemeint, jawohl. Und ja, Ilva kann das erste Mal halt auf diesem Thron halt sich hinsetzen. Das erste Mal halt das Häuptlingszelt als ihr es betrachten. Wenn zwischen dem wir gehen ins Häuptlingszelt und das Fest wird vorbereitet, ein bisschen Zeit ist, weil wegen Begräbnis und so, würde ich zumindest versuchen zu verhindern, dass sie ausblutet. Weil sonst haben wir nachher eine Leiche auf dem Thron sitzen. Ja, also ist Ilva. Ja. Klar, also es wird sich um die Wunden auch gekümmert, klar. Ja, das wäre auch ganz schick. Mein Arm tut weh und mein Kopf. Ja, also gegen den Kopf kann man nicht viel machen, weil, keine Ahnung, vielleicht kann Goswin irgendwie einen Tee machen oder so. Aber sonst. Ja. Antifulminictus-Tee. Ja. Aber der Arm. Kann jemand meinen Arm nähen, ja. Ja, der Arm wird halt auf jeden Fall genäht und in eine Schlinge gelegt und so, ja. Und mit Heilkräutern versehen, ja. Also, da die Meute ja partytechnisch abzieht, werde ich Ikayo auf dem Arm in unser Zelt gehen und dort Ikayo jetzt erstmal warm aufs Lager legen. Und mich um sie kümmern. Ich denke, es wird dann eine ganze Zeit lang, also die Krieger und die Kräuterfrauen des Dorfes kümmern sich um Ilva. Lothir kümmert sich um den Leichnam auch und um dein Begräbnis. Goswin kümmert sich um Ikayo, die immer noch nicht sonderlich viel machen kann. Und ihr trefft dann irgendwie ein paar Stunden später in was für einem Zustand genau wieder aufeinander? Also Ilva natürlich im Häuptlingszelt auf dem Thron, denke ich. Vielleicht ein bisschen angeschickert. Schlimme Wunden plus Met ist nicht so die allergeilste Kombo. Das geht schnell in den Kopf. Und wenn der eh schon ein bisschen lädiert ist, dann werde ich ein bisschen eine lallende Aussprache haben und so ein bisschen drüber sein, was man von Ilva nicht so kennt, aber verhältnismäßig rede ich ziemlich viel und bin erschreckend gut drauf. Ich denke, Goswin... Ikayo! Wow!
Hey, so cool, dich zu sehen. Schön, dass du endlich da bist. Wir feiern hier eine Riesenparty. Gomi Gaio, trink doch rein. Wuhu! Celebrate good times, come on. Ich meine, dieses Bosperano. Ich halte Ilva so ein Glas Wasser hin. Ilva, du hast Blut verloren. Du musst echt für Hydrierung sorgen. Ja, tu ich doch. Gib mir noch ein Met. Das war lecker. Wasser, Ilva, Wasser. Und ich halte dir nochmal den Becher. Oh, ich hab immer Wasser getrunken. Jetzt heute darf ich doch. Also bitte, was soll denn das? Pass auf. Wir handeln da was aus. Du trinkst für jeden Becher Met einen Becher Wasser und ich bin total ruhig. Das ist eine Herausforderung, Ilva. Das ist eine Herausforderung, das sehe ich definitiv genauso. Das schaffe ich. Also ich hatte jetzt schon, okay, gib mir erstmal 5 Becher Wasser, damit bin wir gleich auf. Ich gebe dir einen Becher und füll nach. Ich krieg so 2/3 von dem Gespräch nur so halb mit, weil ich stehe immer noch so halb neben mir. Also ich bin wieder wach, aber das ist auch alles, was ich zu meinem Zustand sagen möchte. Alles andere ist halt einfach sich volllaufen lassen, klingt gerade nach einer total guten Idee. Also ist auch ein bisschen also, Eskapismus. Komm, wir lassen das mal krachen heute Abend. Ja, definitiv. Also wenn Ilva mich da jetzt mitnimmt und abfüllt, dann lasse ich mich mitnehmen und abfüllen und danach abschleppen oder so. Mal sehen. Boah, egal. Wir laufen schwankend und tanzend durchs Zelt und singen irgendwelche Lieder, die du nicht verstehst, aber die ich dafür umso lauter für uns beide mitgrühle. Und ich sing falsch mit, nachdem ich mir die erste Strophe falsch gemerkt habe. Das sind die allerbesten Lieder. Erinnerst du dich daran, als wir alle noch kein Englisch konnten und die Lieder aus dem Radio mitgesungen haben? So machen wir das jetzt. So machen wir das. Ich rechne fest damit, dass Goswin auf mich aufpassen wird und vertraue auf seinen Goswin schützenden... Goswin hat alle Hände voll zu tun, die beiden Frauen unter Kontrolle zu halten. Scheiß auf Kontrolle! Ich würde jetzt prinzipiell sagen, dann lasse ich mir halt noch eine dritte wachsen, aber ich glaube, selbst die wäre voll. Ja. Wie feiert Lothir? Ehrlich gesagt, wird er ein bisschen Goswin unterstützen, dabei auf die beiden aufzupassen. Weil es ist ja schon süß, wie die Kinder da abgehen. Mhm. Aber da Lothir selber so gut wie keinen Alkohol verträgt. Was, ja. Ich auch nicht. Ja. Wir heute auch nicht, aber Lothir ist auf Lothirs Schulter, Lothir ist ja auch groß und ne, auf deine Schulter legt sich auch so eine feste Hand von hinten. Dann kommt so eine Fjarniger Stammeskriegerin irgendwie so im Party gewandt, halt reicht dir so einen großen Humpen, also so ein Methorn und Bruno! Guckt sich so um, so 3-4 andere fangen an zu gucken, alle fangen an zu gucken. Bruno! Das kriege ich dann mit und dann so, hey Ilva, guck mal, da ist Lothir, willst du wissen, was der gemacht hat? Dann ziehe ich hier so mein Oberteil runter und habe hier so einen richtig dicken, fetten, lila Handabdruck von Lothirs Brett auf meine Schulter geklammert. Das war Lothir, liegt hier, Friedenspriester. Während sie so ihr Oberteil runterzieht, halte ich das so fest. Dein Spaß ist. Ich das zeig hier, guck mal da! Dein Spaß ist halt mal meine Zechenprobe. Ja, mach mal. Ich mach. Hey! Also, Lothir ist auch gut dabei. Ich werde das jetzt mal nicht chippen, das ist. Ja. Wenn ich das abziehe, habe ich einen Minuserfolg. Das ist doch. Okay. Und dann drücke ich Goswin jetzt den nächsten Becher. Du musst jetzt mit mir trinken, ja, weil du bist mein Mann. Lothir, die Kriegerin ist sehr interessiert an dir. Nein. Gib mir nicht. Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe.
erleichtert um eins, weil du bist versprochen. Dann habe ich noch 3 Erfolgsgrade. Ah, okay. Du feierst gern mit der Dame, aber nicht mit der Dame. Ja, ja, genau. Aber jetzt weiß ich, wie Fjerninger schäkern. Das ist interessant, ja, und beängstigend. Ja, und es ist sehr anstrengend. Ja. Ja, während ich da so rumtanze, ne, ich tanze mal Richtung Eisblüte. Eisblüte! Mhm. Ja, so, oh, die steht halt grinsend irgendwie in der Nähe, macht so wippt so halt mit. Eigenartige Musik. Sing mal ein Lied von euch, Eisblüte. Sing mal ein Lied von euch. Was singt ihr denn so? Willst du das wirklich? Ja, ich bin besorgt. Nein, natürlich nicht das. Okay. Arschnas, Krimpatuluk. Arschnas, Krimpatuluk. Augenblick. Es gibt tatsächlich Dunkelelfenlieder, ja. Verzerrte Elfenlieder. Mach ich doch mal. Warte mal. Alle kriegen sie Migräne und fallen tot um. Slash Roll. 3D20. Moment, ich gucke erstmal welches. Was machen denn die? Plötzlich verwandelt sich Ilva wieder in den wütenden Wolf. Plötzlich haben wir alle einen Pakt. So. Ja. Oh, alle Lebewesen innerhalb von QS mal 3 Schritt kriegen 2 Stufen Schmerzen. Nee, das passt nicht, ne? Wobei, das könnte auf dem Fjerninger-Fest zu ungeahnten Nebenwirkungen führen. Yay, das halbe Zelt hat Blutrausch. Ich schaue mir schon mal mein Grab. Lalala. Alkohol verstärkt ja jetzt schon. Ah, sie wird das Sklavenlied singen. Hey, toll. Ja. Das gelingt auch. Ja. Und jetzt wollen wir was? Ja, sie befiehlt euch allen, euch köstlich zu amüsieren. Und ihr macht das auch alle. Auch Goswin. Juhu, Goswin! Also, du musst! Alle in der Reichweite befindlichen Personen, die vom Lied betroffen, folgen gedanklichen Befehlen des Musizierenden, solange es gespielt wird, also solange die da anfängt, solange die sie singt. Betroffene werden diesem nachkommen, solange die Anweisung dem Selbsterhaltungstrieb nicht im groben Maße widerspricht. Ich habe gehört, die Leute aus dem Süden können voll gut trinken. Hier, plopp. Kombination aus Halbelf und Magier. Und es kommt der Befehl, na, trink doch noch ein. Ach, ich trinke noch ein. Was sollen wir trinken? Und ich sehe dabei nicht. Das bekannte dunkelelfische Sklavenlied. Was sollen wir trinken? So ein Durst. Morgen haben wir den Kater. So ein Scheiß. Ja. Ja. Trink doch, ey. Nein, das ist mein Hund, den darfst du nicht essen. Gib ihn wieder her. Ja, wir als Zuschauer verlassen mit einem großen Schwenk die feiernde Meute und richten unseren Blick Richtung dem wieder mal wolkenlosen Himmel mit den vielen Sternen am aventurischen Himmel. Diese Nacht ist friedlich und von der Feier geprägt. Und irgendwo in der Ferne jedoch schwenkt die Kamera schnell über den Nachthimmel. Und irgendwo in der Ferne spannt ein dunkelelfischer Krieger seinen Bogen. Aber das ist eine Geschichte für das nächste Mal vielleicht. Ich bedanke mich für heute fürs Spielen. War, glaube ich, ganz okay mit dem ganzen Attacke-Parade-Dings, wenn das gut ausgehebelt, dass es nicht so schlimm wird. Und wir haben eine neue Fjerninger Stammeshäuptlingsfrau, verdientermaßen. Und ist ja noch nicht richtig besprochen, aber höchstwahrscheinlich einen neuen Verbündeten im Kampf gegen die Dunkelelfen. Und mal sehen. Ein Himmelslicht fehlt noch.
Und ob wir das noch zusammenbekommen oder auch nicht, das werden wir dann in den nächsten, beim nächsten Mal noch irgendwie erleben. Noch sind wir nicht am Ende der Kampagne. Ich sag jetzt selber schon Kampagne, dabei ist es ein Abenteuer. Und wir machen eine Kampagne raus. Laden Sie uns ein zu Ihren Rollenspielen und Sie werden nie fertig. Ja, richtig. Ich finde nur Zeit, damit Goswin irgendwann auch eine Kampagne anfangen kann. Ja. Gut. Ja, vielen Dank, für dass ihr so schön mitgespielt habt. Ganz, ganz viele tolle Beschreibungen heute von allen Beteiligten. Ganz viel Liebe auch im Chat gewesen und viel Anfeuerungen und viel Mitfiebern und ich habe ein kollektives Wolfsgeheul gesehen im Chat, das war sehr schön. Dankeschön dafür, für alle, die da so sich aktiv beteiligt haben. Ich kann ja noch mal schauen, wer noch jetzt noch anwesend ist. Ohne meine Kontaktlinsen kann ich das sogar lesen. Wir haben den Feramin ist da und ich denke hier so eine ganz komische Zahlenfolge, es wird wahrscheinlich ein Bot sein. Der D-Rex ist da und Jobi Essen, Kargrim, Nilchen und Redpack, Sentriel, Tüt und Jairobi. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und falls ihr das später schaut auf YouTube, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar, wie ihr es fandet. Ja, solange wir noch im noch nicht den Mai 2019 erreicht haben, könnt ihr durch den hinterlassenen Kommentar auch noch teilnehmen. Am Kommentar der Woche und eine Karte für den NerdCon gewinnen im August 2019. Also, falls euch das interessiert, es doppelt einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns aber auch sonst über jeden Kommentar, denn das ist immer das Schönste und motiviert zum Weiterspielen. Und falls ihr noch nicht genug habt vom Rollenspiel, oben läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch, schaut da mal drauf, da gibt's ein riesen Stream-Archiv mit ganz vielen anderen Rollenspielrunden, nicht nur DSA, sondern auch andere Systeme und Welten, die ganz tolle Geschichten erzählen. Und da werdet ihr bestimmt fündig, auch wenn ihr selber mal tolle Geschichten erzählen wollt oder irgendwo mal mitspielen wollt, dann ist da die erste Anlaufstelle meiner Meinung nach, wenn ihr zu Hause in eurem privaten Umfeld keine Tischrunde, wie man das sonst so nennt, oder keine Freundesgruppe zusammenbekommt, die sich mit Geschichten erzählen befasst, dann auf dem Nordpol auf jeden Fall. Gut. Habt ihr noch was zu sagen? Super Runde heute. Ja. Oh, ja. Wir haben viel zu lange vorher nicht gespielt gehabt, ja. Ja, wie immer, aber Das ist toll. Boah, wir werden extra noch einen Tag länger Kopfschmerzpause machen, bevor wir nur weiterspielen. Also wir müssen jetzt noch länger darauf warten, bis die neue Folge kommt. Nein! Nein, wir steigen in die neue Folge mit Kopfschmerzen ein und so. Dann ziehen wir weiter. Können wir die nicht überspringen und einfach so zwei Tage später? Wobei die Katerfolge könnte sehr witzig werden. Wir haben jetzt die beste Streitmacht, die es geben kann. Wir haben einen Stamm, von dem jeder Zweite, wenn er zu wütend wird, zum Berserker wird. Das wünscht man sich doch in einer Schlachtreihe. Nein. Naja, also die Schlachtreihe, die möglichst weit von mir entfernt ist, wünsche ich mir das. Ja, das ist genau, das ist nämlich die Frage, weil wir ja keinen Unterschied mehr machen, ob Freund oder Feind. Wir stellen am besten die Jedis direkt daneben. Die stecken das weg. Ja. Noch Armee. Also, um das Ganze abzukürzen. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.